Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Bürgervereins darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Rainer Klemke. Ich führe Sie heute durch diese Veranstaltung. Ich begrüße außerdem unseren Altbürgermeister und noch Bürgermeister Uwe Schoknecht. Vielen Dank, dass Sie da sind. Unseren alten Ortsvorsteher von Groß-Schönebeck, Achim Burs. Und sein Nachfolger Andreas Zeidler. Ich begrüße den Ortsvorsteher von Klandorf, Olaf Pieper. Und dann sehe ich noch den Ortsvorsteher von Böhmerheide, Gerhard Schmidt. Und das erste Mal in dieser Runde die Museumsleiterin des Jagdschlosses, Frau Kämpfe. Wo ist sie? Frau Kämpfe, herzlich willkommen. Oh, Ortsvorsteher von Fienefurt ist auch da. Herzlich willkommen. Ist ja eine tolle Besetzung. Ja, zunächst mal meinen herzlichen Dank an Jürgen Bohm, der noch beim 60. Geburtstag von unserem SAG-Geschäftsführer Rainer Dickmann ist, der aber später noch nachkommen wird, dass wir hier wieder auf dem Traditionsbauernhof von ihm tagen dürfen. Ein Hinweis auf die Online-Petition im Einstundentakt Schorfheide Berlin, Groß-Schönebeck, Gesundbrunnen. Da gibt es Unterschriftenlisten für diejenigen, die sich online noch nicht eingetragen haben, können sich in die Liste eintragen. Das wird dann in unser Online-Format übernommen. Und ich darf Ihnen heute auch zu meiner großen Freude verraten, wer die Nachfolge von Uwe Schoknecht antritt. Nämlich einer von diesen Personen auf dem Podium. Da begrüße ich die Verwaltungs- und Betriebswirtin Mandy Schüler für Bündnis 90 Die Grünen. Die Rechtsanwältin Katharina Slanina von den Linken. Den Konstruktionsmechaniker Sven Weller für die Freien Wähler. Und last but not least den Geschäftsführer Wilhelm Westerkamp. Herzlich willkommen dabei. Zum weiteren Ablauf. Wir haben einige Fragen vorbereitet. Die haben die Kandidaten auch bekommen und konnten sich darauf vorbereiten. Und beginnen zunächst mal mit einer Vorstellungsrunde und der persönlichen Motivation der Kandidaten, warum sie hier dieses Amt anstreben. Fangen wir von links nach rechts an. Herr Wetter, bitte. Ja, schönen Tag. Mein Name ist Sven Weller, bin 44 Jahre alt, wohne in Fienefurt, bin Vater von 4 Kindern und bin in die Politik 2014, 2015 in Wahrnehmung gekommen über das Schuhessen. Meine Frau hat gesagt, kümmere dich bitte um das Schuhessen, also habe ich es gemacht. Meine jüngste Tochter ist 18 und meine älteste ist 15 und die dazwischen sind 5 und 13. Okay. Ich bin als Gast zu den Ausschüssen in der Gemeinde Schorfheide gegangen, habe dort ein bisschen mit Fragen genervt, im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger, im Sozialausschuss, im Bauausschuss, im Hauptausschuss und in der Gemeindevertretung, mache das auch im Kreistag. Deswegen wurde ich auch von den BVB Freien Wählern angesprochen, ob ich das nicht auch mit Mandaten ausführen möchte. Bin seitdem seit kurzem durch sie auch in den Kreistag gewählt worden und in die Gemeindevertretung Schorfheide. Ich bin Verfechter des ländlichen Raums. Schorfheide ist ländlicher Raum und wir haben einige Sachen, die dem ländlichen Raum verwehrt werden durch den Landesentwicklungsplan. Da gilt es anzusetzen, dass wir, so wie Sie das wollen, als Bürgerinnen und Bürger mit Ortsentwicklungskonzepten da auch bauen dürfen, wo Sie das möchten. Natürlich immer unter den Aspekten des Naturschutzes, des Umweltschutzes und auch andere Besonderheiten. Der ÖPNV liegt mir ganz doll am Herzen, weil unsere Gemeinde ist sehr groß, sie ist ein Viertel so groß wie Berlin. Aber unsere Ortsteile sind sehr schlecht miteinander verknüpft. Die älteren Menschen kommen weder zum Arzt richtig, wenn sie keine Fahrgemeinschaft gründen oder zum Einkaufen. Wir verknüpfen zum Beispiel die Heidekrautbahn nicht mit Eberswalde, mit einem Bus, der auch in den Abendstunden fährt. Das ist ein meiner Anliegen. Dann möchte ich auch gerne einen Kinderarzt oder einen Frauenarzt nach Schorfheide holen. Der Bund hat es jetzt ermöglicht, dass wir
mehr Ärzte auf dem Land auch bekommen. Dafür möchte ich mich stark machen. Und meine Politik, die ich im Kreistag vertrete, die ich auch mit Anträgen im Landtag über unsere jetzt noch eine Person, Peter Wieder, mit dem Pinokanal einbringe oder halt im Kreis, ist aus den Grundrechten heraus. Ich möchte Sie stärken. Ich möchte, dass die Ortsentwicklungskonzepte, Ihre Meinung auch gestärkt wird, dass Sie daran mitwirken können, dass Sie Bürgerbudgets einführen und Sie darüber selber bestimmen können. Und dafür möchte ich mich stark machen. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Zlanina. Ganz viele Gesichter sehe ich heute hier, die auch schon beim Schorf-Heider-Frühstück da gewesen sind. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung in Klandorf. Das darf jetzt übrigens nicht von meinen 5 Minuten mit abgehen. Ja? Mein Name ist Katharina Zlanina, ich bin 42 Jahre alt, habe einen Sohn, lebe in Lichterfelde, habe Rechtswissenschaften und BWL studiert, bin freiberufliche Anwältin und arbeite im Bundestag als Personalleiterin. Davor habe ich auch schon Untersuchungsausschüsse und Sonderausschüsse im Landtag von Brandenburg, also in Potsdam begleitet und im Abgeordnetenhaus von Berlin. Die erste Frage war gewesen, warum ich mich als Bürgermeisterin der Schorfheide sehe. Das kann ich ganz einfach beantworten. Wer gestern den Artikel von Frau Hasse gelesen hat, diesen kleinen Kommentar, da wurde genau aufgelistet in der Mods, welche Voraussetzungen eine gute Bürgermeisterin mitbringen kann. Und ich habe diesen Kommentar gelesen, vielleicht auch einer von Ihnen, und ich habe festgestellt, jau, trifft auf mich zu. Eine Bürgermeisterin muss unter den Menschen sein, bin ich. Ich versuche mich überall einzubringen, mit jedem in Kontakt zu treten, was mir auch wirklich ganz gut gelingt. Eine Bürgermeisterin muss gut vernetzt sein in der Landes- und in der Kommunalpolitik. Jo, ich bin sogar noch besser vernetzt, weil ich nämlich auch in der Bundespolitik vernetzt bin und immer gleich die richtigen Ansprechpartner zur Hand habe. Da stand drin, eine Bürgermeisterkandidatin oder eine Bürgermeisterin muss sich mit Investoren auskennen oder Investoren kennen und in der Wirtschaft engagiert sein. Wirtschaft kriege ich hin, ich bin Betriebswirtin. Investoren, ja, bin ich jetzt nicht ganz so, weil ich auch der Meinung bin, dass wieder viel mehr in der Kommune bleiben muss. Der Wohnungsbau, die Unterbringung von den älteren Mitmenschen hier in der Gemeinde, Kindergarten, das muss alles kommunale Aufgabe sein. Und deswegen finde ich, dass wir da gar nicht mit der Kommune, mit den Investoren so in die Gespräche kommen müssen, wie es jetzt teilweise eben schon passiert. Genau, das ist so mein Ansatz. Da würde ich einfach weiterreichen. Zunächst erstmal, sehr geehrter Herr Klemke, vielen Dank für die Einladung zu diesem Dorfgespräch. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Veranstaltung auch in Finofod Nachahmer gefunden hätte. Mehr anhalten. Okay, noch lauter. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Art der Vorstellung auch in Finofod stattgefunden hätte. Nun zu meiner Person. Ich heiße Mandy Schüler, bin 46 Jahre alt und wohne in Lichterfelde. Meine beiden Kinder sind fast erwachsen und werden in diesem Schuljahr voraussichtlich ihr Abitur bzw. Fachabitur ablegen. Von Beruf bin ich Verwaltungsbetriebswirtin und habe 26 Jahre Erfahrung in der Kommunalverwaltung, in der öffentlichen Verwaltung. Und in dieser Zeit konnte ich jede Menge Erfahrungen sammeln, beispielsweise in der Stadtsanierung, in der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing für den Familiengarten, in der Betreuung von Arbeitssuchenden, in der Beschäftigungsförderung, in der Gebührenkalkulation. 7 Jahre lang war ich Projektleiterin für E-Government und habe zusammen mit meinem Team beispielsweise die elektronische Bauakte im Beordnungsamt und im Liegenschaftsamt sowie diese Hinweisplattform Merke eingeführt. Ganz wichtig bei all diesen Projekten war, dass man gemeinsam mit allen das Ganze angeht und die unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Zurzeit bin ich im Bereich Organisation tätig und dort für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Organisationsuntersuchungen zuständig. Ich habe beispielsweise eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für den städtischen Bauhof erstellt und die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle geprüft. Wichtig wäre vielleicht an dieser Stelle auch noch zu sagen, dass ich seit 2016 Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bin. Zu meiner Motivation hätte ich auch noch gern was gesagt. Na, das
Das waren jetzt wirklich 5 Minuten? Ja, das ist meine Motivation. Also momentan studiere ich nebenberuflich oder ja, berufsbegleitend Master Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Und da habe ich auch ja, verstanden, wie komplex die Bereiche Wirtschaft, Ökologie, Kultur, Gesellschaft und Politik zusammenwirken. Und hinzu kam auch noch das Gefühl, dass, ja, dass ich das Gefühl hatte, dass in der Gemeinde Schorfheide die Bürgerinteressen nicht ganz von der Verwaltung aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und das hat mich dazu bewegt, zu kandidieren. Und hinzu kamen noch ganz, ganz viele Sachen, aber... Wir haben ja noch mehr. Ja, noch mehr. Ja, von mir erstmal ein herzliches Willkommen hier in Groß-Schönebeck. Mein Name ist Wilhelm Westerkamp. Ich bin 57 Jahre alt, wohne seit 1995 in unserer super, super schönen Gemeinde Schorfheide hier im Ortsteil Finowfurt. Seit 1998 im Bündnis Schorfheide, seit 2003 angehörig der Gemeindevertretung Schorfheide und somit das Mitglied dieser Gemeindevertretung, der seit Gründung der Gemeinde Schorfheide im Jahr 2003 diese auch begleitet. Nebenbei im Kreistag, 5 Jahre lang auch Vorsitzender der Gemeindevertretung und 16 Jahre lang Ortsvorsteher in Finowfurt. Also insofern viel, viel kommunale Erfahrung auch. Ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen aus dieser Zeit auch. Und die Motivation ist natürlich die, dass man, wenn man so etwas 16 Jahre lang, und das glaube ich auch sehr positiv begleiten konnte, denn aus dieser Gemeinde Schorfheide ist etwas geworden, was wir uns früher vielleicht alle gar nicht mal so vorgestellt haben. Teilweise auch die Anrainer Kommunen gucken neidisch auf uns rüber und sagen, wie geht das? Bei uns geht das nicht, in der Gemeinde Schorfheide geht das alles. Ja, wir sind da natürlich auch eine Gemeinde, das muss man ganz ehrlich sagen, die auf dem kurzen Wege auch vieles erledigen kann. Insbesondere natürlich auch, wenn es um Investoren geht. Investoren brauchen wir, weil das kommunale Kapital halt nicht ausreichend ist, um gewisse Dinge halt auch zu erledigen. Also müssen wir selbstverständlich privates Kapital hier reinholen. Das ist für mich auch selbstverständlich. Das haben wir immer so gemacht und so werden wir das immer noch halten. Diesen Wahlkampf jetzt auf nur bestimmte Themen zu reduzieren, glaube ich, wird unserer Gemeinde nicht gerecht. Wir haben 9 Ortsteile und hier hat eigentlich grundsätzlich die elementare Daseinsvorsorge natürlich Priorität. Dazu gehört selbstverständlich auch Brand- und Katastrophenschutz, notwendige Infrastrukturen, Straßen- und Wegebau, Erhalt und Betrieb von Schulen und Kitas und das muss nicht immer in der Schulträgerschaft oder in der Trägerschaft der Gemeinde sein für Kitas. Wir haben auch ganz andere wunderbare Erfahrungen gemacht. Schutz der Umwelt und Natur, wichtig natürlich auch, und da unterscheide ich mich überhaupt nicht von den Mitbewerbern hier, das ist die medizinische Versorgung in der Fläche. Aber wo wir einen deutlichen Unterschied hier sehen, das ist bei mir halt, ich garantiere auch solide Finanzpolitik. Vielen Dank. Vielen Dank für die erste Runde mit den Kandidaten. Ich darf inzwischen auch noch den Spitzenkandidaten der Linken im Lande Brandenburg, Herrn Walter, und den Minister AD Ralf Christoffers hier begrüßen in unserer Runde. Herzlich willkommen. Ja, Bürgermeister ist etwas, was uns alle in unserem unmittelbaren Lebensbereich sehr nah betrifft. Und nach § 74 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz ist die Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters 8 Jahre. Das heißt, wir werden uns auch einige Zeit miteinander verbringen, egal wer es nun von Ihnen ist. Und insofern ist es ja wichtig, Persönlichkeit und Programmatik kennenzulernen. Die gemeindlichen Aufgaben sind auch viel größer, als sich der Bürger das normalerweise so vorstellt. Ich zitiere mal aus der Gemeindeordnung. Die Gemeinde erfüllt in ihrem Gebiet alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, soweit die Gesetze nicht etwas anderes bestimmen. Zu den Selbstverwaltungsaufgaben
gehören vor allem die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung einschließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der Umweltverträglichkeit. Die Gemeindeordnung ist jetzt von 1993, also da stand es schon drin. Und des Denkmalschutzes, der Bauleitplanung, die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die Versorgung mit Energie und Wasser, die schadlose Abwasserableitung und Behandlung, die Verbesserung der Wohnungen der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau und die Förderung des privaten und genossenschaftlichen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen, die gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen sowie des kulturellen Lebens, der Schutz der natürlichen Umwelt und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit. Also, Sie haben sich da eine Menge vorgenommen, muss ich sagen. Ja, deswegen sitzen wir ja auch hier. Genau. Deshalb kommen wir jetzt auch mal zunächst mal positiv zu einer Frage, die Sie bitte kurz antworten. Wo sehen Sie die Stärken der Gemeinde Schorfheide, also das Pfund, mit dem Sie in den nächsten Jahren wuchern wollen? Fangen wir mal auf der anderen Seite an. Herr Westerkamp. Ja, gerne. Also grundsätzlich mal, das habe ich auch in meiner Wahlkampfbroschüre ganz klar dargestellt. Wir wohnen hier in einer der schönsten Regionen Deutschlands und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, da meine Frau und ich, nachdem die Kinder denn so groß waren, viel durch Deutschland gereist sind, weniger jetzt, dass wir sagen, wir sind die Auslandsurlauber. Also ich kenne sehr viele Regionen. Wir sind gestern noch mal wieder unterwegs gewesen und habe mir so gedacht, also mit Fahrrad, und habe mir so gedacht, eigentlich, wenn du hier nicht wohnen würdest, du würdest jetzt Urlauber sein, würdest du sagen, hier kannst du wohnen. Nebenbei haben wir natürlich durch unsere schöne Region und die Nähe zur Hauptstadt Berlin natürlich, wecken wir natürlich Begehrlichkeiten in diese Richtung auch, dass man hier gerne sein möchte. Das kann ich verstehen, allerdings werden wir natürlich auch unseren dörflichen Charakter deswegen nicht aufgeben. Selbstverständlich haben wir Potenzial im Bereich Wirtschaft und Tourismus, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben die schönen Seen Grimnitzsee, Werbelinsee mitten in unserer Gemeinde. Das bedarf natürlich dann auch einer guten Infrastruktur, die wir halt in vielen Teilen noch schaffen müssen, werden aber geschafft. Mit der Anstrengung aller sehe ich da auch nicht das große Problem, denn wir haben jetzt wenigstens 8 Jahre vor uns, die wir hier positiv auch weiterentwickeln wollen. Ja, Frau Schüler, dass Sie gleich anschließen. Ja, also zu den Stärken, da sehe ich erst einmal die neuen Ortsteile mit ihrer Eigenart, mit ihrem eigenen Charakter, mit ihrer eigenen Geschichte, die es zu entwickeln gilt. Ja. Dann sehe ich Natur, Wald und Wasser. Das sind die Grundvoraussetzungen für einen funktionierenden Tourismus. Dann habe ich die Vielzahl engagierter Bürger, Vereine und Institutionen. Und ohne die geht es eben nicht. Also nur mit ihnen gemeinsam kann man etwas bewegen. Die Verwaltung alleine, egal wer jetzt hier Bürgermeister wird, die Verwaltung alleine kann das nicht stemmen. Also sie ist auf ihre Mithilfe angewiesen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass jeder sich eingebunden fühlt und mitgenommen fühlt. Aber wie gesagt, das ist noch ein Defizit und ich habe das Gefühl, dass es noch nicht ausgereift ist. Warum? 5 Minuten waren das noch nicht. Nee, das ist jetzt eine große Frage, kurze Antwort. Ach so. Dann sehe ich natürlich genau wie Herr Westerkamp die Nähe zu Berlin als Vorteil und den großen Anteil landwirtschaftlicher Flächen. Das sehe ich als Vorteil. So, ich würde jetzt weitergeben an. Also natürlich kann ich auch all die Sachen aufzählen, die Herr Westerkamp und Frau Schüler aufgezählt haben, aber ich finde, unsere größte Stärke sind wirklich die Menschen, die hier leben. Die Menschen mit ihren Eigenheiten, ihren verschiedenen Temperamenten, dieses Aneinanderreiben und weiterentwickeln wollen, diese Diskussionsfreudigkeit, was ich als sehr positiv ansehe. Ich war auf einer auf einem Ortsbeiratssitzung in Klandorf und die Klandorfer haben mich da einfach wirklich begeistert, in welcher Vielzahl und in welcher Aktivität die an diesem Ortsbeirat teilgenommen haben. All das wäre wirklich nicht umsetzbar, wenn wir wirklich nicht diese interessierten Menschen hier in der Schorfheide hätten, die sich einbringen wollen, die mitentscheiden wollen, die nicht nur von oben die Sachen aufdiktiert bekommen möchten, sondern die selbstständig und eigenständig eben Entscheidungen mittragen möchten. Und dafür müssen wir besser aufklären, wir müssen transparenter arbeiten und können diese Stärke eben dann auch noch weiter ausbauen. Ja. Vielen Dank.
Vieles wurde schon gesagt. Ich führe auch mal ein Lob an, denn unsere Gemeinde hat eine sehr gut konsolidierte Finanzpolitik betrieben. Das heißt, die Gemeinde hat auch für die Zukunft sozusagen die Möglichkeiten zu wachsen. Rote Rat natürlich, wie der Haushalt das zulässt. Wir haben auch die Stärken dadurch, dass wir die Schulen nicht abgegeben bisher an den Kreis. Auch das ist eine ganz große Stärke von unserer Gemeinde. Wir investieren viel in den Schulen. Ja, Groß Schönebeck wird dank auch des Kreises mit der Unterstützung des Kreises die Turnhalle jetzt gemacht. Und von daher, natürlich haben wir auch neun Ortsteile mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und daraus können wir auch für die Zukunft kraftvoll Energie schöpfen. Vielen Dank. Ja, es gibt ja nichts, was man hier noch besser machen könnte. Deshalb die nächste Frage, und Sie haben ja in Ihren Wahlprogrammen auch einiges schon dazu angeregt, was Ihnen da vorschwebt. Wo sehen Sie Defizite oder Probleme in der Gemeinde, die es zu beheben gilt? Und jetzt kommt der entscheidende Nachsatz. Und welche konkreten Schritte schweben Ihnen dabei vor? Lieber wieder so lang, Herr Weller. Okay, also das Defizit, was ich sehe, ist die Bürgerbeteiligung als ganz großes Thema, was mich bewegt. Also ich möchte gerne, dass jeder Ortsteil ein Ortsentwicklungskonzept sich selber gibt. Dass die Ortsbeiräte mehr Befugnisse bekommen, als sie jetzt haben. Und ich möchte, dass jeder Ortsteil auch ein Bürgerbudget bekommt, womit sie selbst in Groß Schönebeck zum Beispiel, auch in Klandorf oder Altenhof, Projekte angeben, die sie umgesetzt haben wollen. Ja? Das möchte ich ganz groß auf die Fahne schreiben. Wir von BVB Freie Wähler, wo ich Mitglied bin, sind Bürger und wollen Politik für Bürgerinnen und Bürger machen. Und das ist mein größtes Anliegen. Und da ist es im Moment so, dass wir ja in Schorfheide, mit Bündnis Schorfheide, natürlich einen großen Block haben. Und das trägt sich leider aus meiner Sicht auch in die Ortsteile nieder. Das möchte ich ein bisschen aufbrechen, damit wir auch zusammen das gestalten können, was Sie wirklich wollen. Vielen Dank. Ich möchte sogar noch Politik für die Bürgerinnen machen in der Schorfheide. Insofern ist mein großer Ansatz, dass wir wirklich jeden mitnehmen. Wir haben Defizite in der Gemeinde. Das fängt an bei den Wohnungen, die zur Verfügung stehen, vor allem die ältere Bevölkerung. Der fällt es sehr schwer, hier eine Unterbringung zu finden, wenn sie eben nicht mehr alleine wohnen können. Wir haben zwar Altenheime oder Seniorenheime, aber die sind bei weitem nicht ausreichend. Ausreichend ist auch nicht das altersgerechte Wohnen, die Versorgung. Barrierefreiheit für Senioren bedeutet nicht nur, dass wir Wohnungen zur Verfügung stellen, die natürlich möglichst in kommunaler Hand bleiben müssen, sondern auch, dass wir dafür sorgen, dass es in jedem Ortsteil möglichst die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln gibt, dass es einen kleinen Dorfladen gibt, der unterhalten wird, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, Geld abzuheben, dass eine Anbindung ist mit dem öffentlichen Nahverkehr. Solche Sachen müssen sichergestellt werden. Und dafür müssen wir als Bürger und Bürgerinnen erstmal wieder ins Gespräch kommen. Ich bin der Ansicht, dass, wenn ich Bürgermeisterin werde, dass wir uns erstmal hinsetzen müssen und miteinander reden müssen. Wir brauchen Konferenzen. Die Familien müssen sich einbringen und mir erklären, was sie denn wollen. Die Senioren. Wir haben die Probleme am Werbelinsee. Da gibt es mannigfaltig Bürgerinnen und Bürger, die mir ihre Probleme schildern, die aber kein Gehör finden. Solche Sachen müssen umgesetzt werden. Natürlich müssen wir auch noch auf den Gebieten arbeiten, Breitbandausbau und Digitalisierung. Vor allem hier in Groß-Schönebeck fällt es ja auf, dass man auf der einen Straßenseite Empfang hat, auf der anderen Straßenseite im Wald steht, um es mal so auszudrücken. Solche Sachen müssen angegangen werden. Die können aber auch nur angegangen werden, wenn man eben diese Vernetzung hat. Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich teilweise die Minister und Ministerinnen in Brandenburg kenne, dass ich Abgeordnete aus dem Bundestag kenne und sowas hilft. Wenn man Ansprechpartner hat und dann Verbündete finden kann, solche Sachen sind wichtig. Ja. Ja, welche Defizite gibt es? Also aus meiner Sicht, das größte Defizit ist erstmal, dass es kein Gesamtkonzept gibt. Ein Gesamtkonzept für Schorfheide und für die Ortsteile. Dicht daran. Also es gibt kein Gesamtkonzept für Schorfheide und für die Ortsteile und damit fehlt aus meiner Sicht der rote Faden für die Entwicklung. Also für mich ist das so ein bisschen Aktionismus. Also wenn ein Investor da ist, dann bauen wir mal schnell und das kann irgendwie so nicht sein. Dann kommt da auch nichts Vernünftiges und nichts Gescheites bei raus.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Bürger, die wissen ganz genau vor Ort, wo der Schuh drückt und was verbessert werden kann. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Verwaltung ihr Ding gemacht hat, so meine Einschätzung. Und das fällt irgendwie auseinander, also die Interessen der Bürger und das, was die Verwaltung macht. Und das führt zu Demotivation und zu Frust. Und das, Sie gucken jetzt so fragend, aber das habe ich in vielen Gesprächen, habe ich das auch so rausgehört. Also da bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Was ich noch bemerken möchte, ist diese Ungleichbehandlung der Ortsteile. Ich wohne in Lichterfelde, das hatte ich ja schon angesprochen. Und es ist mir unverständlich, weshalb Radwege außerorts gebaut werden und keine Gehwege innerorts, wo man noch denken müsste, die sind viel häufiger frequentiert. Und das betrifft nicht nur die Steinfurter Allee in Lichterfelde, das betrifft auch Klandorf. Ja. Außerdem Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung fehlen aus meiner Sicht. Da habe ich noch nichts gemerkt, gerade in den neu geschaffenen Wohngebieten, die sind sehr betonlastig. So, die konkreten Schritte würden so aussehen, aus meiner Sicht, dass man das Gespräch sucht. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben ganz, ganz viele engagierte Bürger, Vereine, Institutionen, und um die an einen Tisch zu holen, das ist die Aufgabe der Verwaltung. Also die Verwaltung oder der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, die muss netzwerken und diese guten Ideen zusammentragen, damit daraus was Vernünftiges und was Gescheites wird. Und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, und diese Zusammenarbeit, die gilt es eben zu verbessern. Die jetzige, die ist, die hat noch sehr viele Defizite. Ja, das wäre es erstmal an dieser Stelle von mir. Also ich bin nicht der Herr Weller, Herr Klemke. Gut, dass Sie sagen. Ja, also Frau Schüler, jetzt mal mit Verlaub. Ich frage mich, in welcher Gemeinde Sie wohnen und wie lange Sie hier wohnen. Also das, was hier so teilweise hochkommt, kann ich definitiv so nicht bestätigen. Ich erinnere nochmals daran, bin seit 16 Jahren in dieser Gemeindevertretung und nach Werbelin ist Lichterfelde der Ort gewesen, der eigentlich so als erstes fast rundherum fertig war. Nach wie vor investieren wir in Lichterfelde. Ich denke nur mal ans Schloss und den Schlossgarten, auch in Straßen. Also das ist alles auch zum Beispiel, haben wir sehr viel geholfen, auch was Industrie betrifft. Und wenn man dann auch noch mal guckt, was wir noch in Lichterfelde so vorhaben, was ich auch gesagt habe, tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen. So, mit Freuden nehme ich jetzt mittlerweile auf, dass auch Frau Slanina auf dem Breitband aufs Ausbau gekommen ist. Wunderbar, weil das ist wirklich ein Problem, aber das ist nicht nur ein Problem hier in... Ja, aber ich habe es jetzt das erste Mal mitgekriegt, ist ja auch gut. Das betrifft ja nicht nur Groß-Schönebeck, das betrifft ja die gesamte Fläche. Wenn man, wir waren hier zusammen im Übrigen in Böhmerheide, Klandorf, weiß nicht, Olaf, war sie in Klandorf? Ja. Gut, okay. Da ist überhaupt kein Empfang. Also wir müssen für die Zukunft tatsächlich sehen, dass wir das hinbekommen. 4G habe ich in Klandorf. In Klandorf? Ich habe das aber nicht gehabt, ich habe 0 gehabt. Und da hat jemand eine Tausender Leitung sich privat legen lassen, dass sie überhaupt irgendwas machen kann. Also letztendlich, last but not least, trotzdem, es ist zu wenig. Ganz einfach. Und da müssen wir bitte was tun auch. So, und dann kommen wir nochmal zurück zum altersgerechten Wohnen. Na klar haben wir Altersheime zweimal in Altenhof und einmal in Lichterfelde. Das ist aber nicht das unbedingt, was ältere Menschen wollen. Die wollen natürlich auch noch selbstbestimmt leben. Ja gut, dann muss aber länger her sein. Jedenfalls sind wir hier sehr auf einem sehr guten Weg. Wir sind dort mit 3 Investoren, was altersgerechtes Wohnen in Finowfurt unterwegs und einmal auch hier in Groß-Schönebeck. Und wer jetzt noch sagt, das ist zu wenig, das kann ich nicht mal sagen. Das können mir nicht mal die Senioren sagen, ob es zu wenig ist. Wir werden das sehen. Und wenn dann Bedarf ist, dann müssen wir natürlich auch nachsteuern, überhaupt keine Frage. So, die Lösung kann ich dann ja gleich präsentieren. Ich denke mal, ich bin ja dann sowieso weiter dran.
Erstellung Masterplan Breitbandausbau. Der ist im Moment im Gange. Das mache ich zusammen mit der Beratungsgesellschaft Roland Berger, die mir auch sehr fundierte Zahlen schon geliefert hat. Es ist aber nicht so, dass das mal eben so von jetzt auf sofort geht. Mittlerweile leider auch wird im Land Brandenburg werden viel zu wenig Mittel abgerufen, um das machen zu können. Jetzt sind natürlich Landtagswahlen. Es ist viel zugesagt worden. Wir werden sehen. Alleine können wir das sicherlich nicht stemmen, aber wir werden es stemmen mit der Hilfe aller dann auch im Land. Und das wird dann auch wohl hoffentlich funktionieren. Selbst der Bund hat ja zugesagt, eine gewisse Summe pro Jahr auch immer einzustellen. Also da sind wir dann wohl auf einem sehr guten Weg. Aber man muss auch erstmal wissen, wie es richtig funktioniert. Dieses betreute Wohnen nochmal, das habe ich gerade gesagt. Dort das, ist das so, dass wir tatsächlich diese drei Investoren für Finowfurt haben und einmal in Groß-Schönebeck. Man muss auch dazu wissen, dass ein älterer Mensch, der jetzt sich entscheiden muss, ungern weiter als 20 Kilometer von seinem letzten Wohnort wegzieht. Und ich glaube, das haben wir damit dann auch geschafft. So, wir haben jetzt eine Frage, die hängt damit zusammen, wenn man Fußstapfen hinterlassen will, dann darf man nicht in dieselben des Vorgängers treten. Das heißt, wo sind, werden Ihre Fußstapfen sein oder andersrum gesagt, was werden Sie anders machen als der bisherige Amtsinhaber? Damit man sieht, was ist Ihre Idee von der Ausführung dieses Amtes? Lohnt es sich nicht, Herr Weller? ich finde diese Frage ein bisschen befremdlich. Was würden Sie anders machen als Ihr Amtsvorgänger? Ich möchte hier ausdrücklich wirklich mal Herrn Schulknecht danken für seine Arbeit, die er in der Schaffei geleistet hat. Ich weiß jetzt nicht, welche Schuhgröße der Schulknecht hat. Ich habe eine 38, aber ich weiß, dass ich auch als kleine Person große Schritte machen kann. Ja? Wichtig ist für mich, dass wirklich die Bürger mitentscheiden können. Das ist bisher wirklich ein bisschen im Argen liegen geblieben. Ich möchte Bürgerbudgets, ich möchte, dass die Ortsteile ihre eigenen Budgets zur Verfügung haben, damit sie selbstständig entscheiden können, was in ihren Ortsteilen wichtig ist. Das kann so ein Bürgermeister vielleicht auch gar nicht so in der Gänze wissen, weil jeder Ortsteil eben auch seine eigene Geschichte und seine eigene Entwicklung und seinen eigenen Charakter hat. Was mir auch wichtig ist, dass die Arbeit in der Gemeindevertretung offener und transparenter wird. Ich bin ein großer Fan von sachkundigen Einwohnern. Wir haben diesen Antrag auch gestellt in der Gemeindevertretung, aber dieser Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt, wo ich mich frage, warum? Warum? Jeder kann doch mitwirken, jeder kann sich einbringen. Es wird ja auch so groß erklärt vom Bündnis, aber die Bürger haben eben nicht dieses Gefühl, dass dieses Einbringen erwünscht ist. Ja? Natürlich bin ich jetzt, ich bin Linke, ich stehe dazu, ich bin das auch gern. Ich bin jetzt kein großer Fan von Investoren, die bis zu einem gewissen Grad auch in die Gemeinde gebracht werden. Aber ich finde solche Sachen wie die Unterbringung von älteren Bewohnern kann nicht an Firmen vergeben werden, die einfach profitorientiert sind. Wir haben so kleine Firmen bei uns in der Gemeinde, Pflegefirmen, die sich einfach einbringen wollen und die auch zeigen, und ich habe diese Gespräche geführt, ich habe Praktikas gemacht, die auch zeigen, dass es anders geht. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir erklärt hat, sie hat ein großes Grundstück, sie möchte ganz gerne dort hinten auf ihrem Grundstück eine Alten-WG einrichten, wo die mit Menschen einfach ihr Leben führen können und trotzdem eingebunden sind in der Gemeinschaft. Ich finde das toll. Genau sowas müssen wir fördern und durch solche Sachen müssen wir uns auszeichnen. Und das kann ich, wir brauchen auch große Heime, das mag sein, aber ich war jetzt auch mehrfach in diesen Heim gewesen, die leisten tolle Arbeit, aber es ist eben nicht zu leisten, wenn wir Fachkräftemangel haben, wenn wir nicht genug Pflege haben, wenn wir Leasingkräfte in Anspruch nehmen müssen, die Leute so zu pflegen und zu begleiten, wie es eben möglich und sinnvoll ist. Ich besuche regelmäßig zwei Bewohner im Aluheim und verbringe die Nachmittage mit ihnen. Und die zeigen mir immer wieder, dass eigentlich was anderes gewünscht ist. Aber wir können es nicht leisten als Gemeinde. Und das ist eine gewisse Daseinsfürsorge, die wir mehr im Blick haben müssen. Und bisher haben sie es nicht im Blick gehabt. Weil sie betonen immer wieder, Herr Weller, Sie sind seit 16 Jahren erfolgreich in der Westerkamp, in der Gemeindevertretung unterwegs. Dann hätten Sie diese Probleme auch schon angehen können. Ja. Es ist schön, dass Roslin Slanina das angesprochen hat,
aber einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das habe ich in meinem Wahlprogramm drin. Frau Slanina jetzt anscheinend auch. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf Herrn Westerkamp, Schlosspark. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Bürger dort mit beteiligt worden wären. Mhm. Ja, es ist nichts passiert, auch wenn sie jetzt, oder vielleicht ist es an ihnen vorbeigegangen. Nee, ist nicht. Dort wurden die Bürger nicht beteiligt und was rausgekommen ist, war vielleicht gut gemeint, aber es ist nicht gut geworden. Ah ja. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt zu dem zentralen Punkt, was würde ich anders machen? Verwalt anders machen als mein Amtsvorgänger, Herr Schoknecht. Also ganz wichtig ist die Kommunikation und die, denke ich, die ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Das sagen mir ganz, ganz viele Leute in den Gesprächen. Dann Transparenz. Transparenz bedeutet, dass das Handeln der Verwaltung sichtbar ist und zwar bevor alle Würfel gerollt sind und alle Entscheidungen besiegelt wurden, also vorher. Dann eine Art Verbindlichkeit. Also dass die Verwaltung muss verbindlicher Partner sein. Und dann kann es nicht sein, dass Briefe eingehen und die von der Verwaltung nicht beantwortet werden, weil sie negativ sind und weil jemand meckert. Also das kann es nicht sein und das ist kein Einzelfall. Und deswegen die Verwaltung mit dem Bürgermeister müssen Partner der Bürger sein und Dienstleister der Bürger. Und was mir noch wichtig ist, die Fragen oder die Aufgaben der Daseinsvorsorge, das hat Frau Slanina angesprochen und Herr Westerkamp auch, die ergeben sich erst im Gespräch mit den Einwohnern. Da erfährt man erst, was ist wichtig und was muss gemacht werden. Und einfach nur mit Investoren zu reden, vielleicht, wie viele Leute wollen denn in dieses betreute Wohnen? Das weiß Frau Slanina. Viele. Aber auch viele, die nicht in der Gemeinde leben, sondern aus dem Berliner Umland kommen. Und da haben wir dann das nächste Problem, wo bleiben unsere Bürgerinnen und Bürger? Also ich habe das eingangs schon gesagt, ich hatte es eingangs schon gesagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das ist jetzt mal mein Fokus. Also mein Fokus sind jetzt nicht die Berliner Senioren, die gerne hier auch schön ihr alten Teil verbringen wollen, sondern in erster Linie nicht die Investoren, sondern die Bürger. Egal ob jung oder alt. Ja, ich staune wieder. Also alleine jetzt reduzieren wir das mal ganz kurz, mal nur auf Lichterfelde. Sehr wohl sind die Bürger damit einbezogen worden, weil dieser in Lichterfelde es einen sehr agilen Ortsbeirat gibt und die reden sehr wohl und die Ortsbeiratssitzungen sind gerade zu diesem Thema auch recht gut besucht. In Lichterfelde. Ja, zu diesem Thema waren aber welche da, also mit Sicherheit. So, was würde ich anders machen als mein Amtsvorgänger? Ich arbeite mit Uwe Schoknecht nun seit 1998 zusammen. Und ich glaube auch, dass Uwe tatsächlich, auch wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, hier einen deutlichen Weg vorgegeben hat zu einer wirklich sich sehr gut entwickelnden Gemeinde Schorfheide, auf die wir alle stolz sein können. Letztendlich muss man ja auch sagen, eigentlich kann man natürlich auch so einen Weg fortsetzen. Aber es ist doch auch Fakt, ich bin ein anderer Mensch als Uwe Schoknecht. Alleine da sind schon gewisse Unterschiede da. Und ich bin halt auch jemand, der sehr gerne und sehr oft Prioritäten setzt. Und vor allem auch das auch dann umsetzt, was er sagt. Und das möglichst zeitnah auch. Alles natürlich, wenn ich das so höre hier nochmals, solide Finanzpolitik, alles das, was wir uns leisten können, ja, aber nichts versprechen, was man nicht halten kann. Erstmal, Frau Slanina, ich traue mich wie immer, aber wenn Sie einen Antrag für Finanzausschuss und sachkundige Einwohner stellen, dann müssen Sie den auch selber verteidigen und nicht das mir überlassen und ich habe es dann gemacht. Okay, Herr Schoknecht, hat mich mal kennenlernen wollen, als ich in den Ausschüssen aufgetaucht bin als Bürger und da Fragen gestellt habe. Das hat er nämlich gemacht, um mal zu gucken, wer ist das überhaupt, Herr Weller. Und ich finde, er hat auch mal mich einbezogen, wo es um den ÖPNV geht. Da habe ich mal ein Konzept entwickelt, über eine Nacht mit vielen Rechtschreibfehlern, war ziemlich müde, aber er hat sich das Konzept vorgenommen und darauf mit dem Kreis versucht, etwas zu machen, damit mehr Busse fahren zum Beispiel.
Solche Stärken und solches Auftreten möchte ich auch. Die Messlatte liegt ja sehr hoch und ich möchte die Stärken dieser Schorfheide, dieser Menschen nutzen. Und natürlich auch von Frauen. Ich sage Bürgerinnen und Bürgerinnen, Frau Slanina. Und das bedeutet, ich möchte jeden Menschen, sofern es mir in der Zeit möglich ist, kennenlernen. Und wenn ich weiß, da habe ich jemanden, der kennt sich damit aus und der kennt das, dann können wir vielleicht mit dem Kreis und dem Land vielleicht mehr umsetzen für den ländlichen Raum. Und das möchte ich dann ein bisschen anders machen wie Herr Schoknecht, denn ich bin ja auch in der Freien Wähler und ich möchte unsere Schorfheide, unsere Probleme, die wir haben, mit dem Zuzug aus dem Berliner Raum, der noch zunehmen wird, in den Landtag, in den Kreis bringen, damit wir auch Fördergelder bekommen, damit wir Unterstützung bekommen. Die Aufgaben, die vor uns liegen, die sind riesig. Nicht nur Zuzugsdruck, nicht nur ÖPNV, nicht nur altersgerechtes Wohnen, sondern gleichartige Lebensbedingungen in jedem Ortsteil schaffen. Und da müssen wir alles zusammenkratzen und allen auf die Nerven gehen, wo wir können. Vielen Dank. Der Bürgermeister hat ja einen sehr großen Verantwortungsbereich, aber die Gemeindevertretung fasst die Beschlüsse dazu. Und deshalb wollte ich fragen, wie Ihr Verhältnis dann zu der Gemeindevertretung ist. Wenn ich mal die drei zur Linken sehe, die ja über keine Mehrheit in der Gemeindevertretung verfügen, wie Sie die Ideen, die Sie jetzt auch vorgetragen haben, dann da umsetzen wollen und umgekehrt Herrn Westerkamp fragen, wie er die Ideen derer, die nicht die Mehrheit haben, in seine Amtsführung einbringen will. Das geht in erster Linie erstmal über Reden. Ich hoffe, Argumente überzeugen und nicht irgendwelche Ideologien. Das heißt, wenn man Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist, muss man mit den Parteien, den Gruppierungen in der Gemeindevertretung reden, mit den Ortsbeiräten und natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann geht es darum, Mehrheiten zu suchen und zu schaffen, damit man Projekte umsetzen kann. Ich kenne die Verwaltung als Gast in den Ausschüssen, jetzt als Gemeindevertreter, Frau Südow, Frau Braun und auch unserem noch Bauamtschef, Herrn Hoffmann. Die machen ihre Sache sehr gut. Ja, und das bedeutet, diese Kräfte kann man nutzen, muss man aber auch stärken. Ich weiß, dass Frau Südow gerne eine Pendlerkita möchte, das ist auch meine Idee und bisher nicht so da vorankam bisher. Und das ist meine Aufgabe, die Ideen meiner Verwaltung auch zu fördern und ihnen auch ein bisschen Freiraum zu geben. Vielen Dank. Die Gesprächskultur muss in der Gemeindevertretung einfach offener werden. Probleme müssen diskutiert werden und es kann nicht sein, dass Anträge eingebracht werden und dann eine Abstimmung erfolgt, ohne dass darüber gesprochen wird. Da bin ich wirklich mit Herrn Weller auf einer Ebene. Bisher ist es so. Wir können ganz tolle Anträge stellen, aber wenn eben kein Gehör gefunden wird, dann sind die erstmal nicht existent, weil sie nicht durchgesetzt werden. Hier müssen wir dran arbeiten und hier hat auch ein Bürgermeister, egal wer den jetzt stellt, wirklich offen zu sein und zu sehen, dass Demokratie eben nicht bedeutet, bloß weil ich die Mehrheit habe, dass ich auch das Sagen habe. Weil auch Minderheiten müssen gehört werden und man muss sie einfach zur Kenntnis nehmen und nicht einfach drüber hinweggehen. Ich bin nun die Einzige, die nicht in der Gemeindevertretung ist. Also konnte ich mir noch kein eigenes Bild davon machen, wie dort die Gesprächskultur ist. Von Hörensagen weiß ich allerdings, dass das Bündnis Schorfheide dort, ich will nicht sagen, alles platt macht, aber wenn es die Mehrheit hat, dann werden eben die anderen nicht mehr gehört und Mehrheit siegt, Minderheit fliegt sozusagen. Und das kann irgendwie nicht sein. Und ich kann natürlich das Bündnis Schorfheide nicht aufweichen, wenn die sich dort stark machen. Aber ich kann daran erinnern, dass sie gewählt wurden von einem Teil der Wähler, aber dass die oberste Aufgabe aller Gemeindevertreter ist, die Interessen der Bürger durchzusetzen und nicht nur des Bündnisses Schorfheide. Weiter würde ich dazu noch sagen, dass ich verstärkt versuchen werde, die Möglichkeiten der Kommunalverfassung zu nutzen. Also die sieht beispielsweise Bürgerbefragungen vor. Einwohnerversammlungen, die ich regelmäßig abhalten würde, in den einzelnen Ortsteilen. Ja, das möchte ich sagen. Ja, also wir haben am 26.05.2019 freie und geheime Wahlen gehabt.
Wenn die Wählerschaft der Überzeugung ist, uns die Mehrheit zu geben, dann kann das ja nun nicht daran liegen, dass wir schlechte Politik gemacht haben. Sehr wohl ist es natürlich sehr schwierig für Sie, alle drei Kandidaten, überhaupt etwas umzusetzen. Die Grünen haben keinen Sitz, die Linken drei und Herr Weller mit dem Kollegen Dr. Steiner zwei Sitze. Das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht über gewisse Dinge diskutieren kann, Frau Slanina. Aber Sie haben jetzt eine Gemeindevertretersitzung mitgemacht und Herr Weller auch. Hier schon ein Urteil zu fällen, wie denn überhaupt die Arbeit läuft, finde ich ein bisschen früh. Also ich würde das nächste Mal auch ein bisschen anders machen, nicht einen Antrag reinbringen, den wir schon fünfmal abgelehnt haben. Ja, fünfmal mit Begründung. Und das sechste Mal muss ich das nicht auch noch begründen. Also das geht ja nun gar nicht. So. Und nee, das soll jetzt auch überhaupt nicht überheblich klingen, aber das ist ja nur letztendlich mal so. Kann man, nee, das ist ja wie in der wirklichen Politik auch, auch in der Bundespolitik. Hier geht doch keine Partei durchs Land, und das wären auch wohl nicht die Linken, wenn sie die Mehrheit hätten und würden sagen, hurra, jetzt gebe ich mal vier Sitze ab. Wird nicht passieren, Frau Slanina, wird nicht passieren. Das wird auch im Land wird das ja auch nicht anders sein. Ich meine, wir sehen das alle, wir kriegen dort keine vernünftigen Mehrheiten mehr hin. Da wird es eine neue Landesregierung geben, so oder so. Wir hier in der Schorfheide sind halt stabil. Wir machen Politik mit alten Bekannten und Freunden. Viele, die wir schon viele Jahre zusammenarbeiten. Das ist nun mal so. Ja? Okay. Ich möchte dazu noch was sagen. Herr Westerkamp möchte ja auch gerne Bürgermeister werden. Aber wie gesagt, dann... Wie gesagt, es gibt nicht nur das Bündnis Schorfheide und die Wähler, es gibt noch mehr Bürger. Ja. Und nicht nur Freunde und Bekannte, sondern, ja, das war's von meiner Seite aus. Ich will nur dazu sagen, Herr Westerkamp, ich tue mir fast jeden Sozialausschuss an seit 4-5 Jahren, jeden Bauausschuss, jeden Hauptausschuss, wo ich kann, jede Gemeindevertretung, wo ich kann. Ich gehe sogar in den Kreisausschüssen als Gast. Ich weiß genau, wie es dazu geht. Und ich finde es respektlos, wenn der neue Fraktionschef von Bündnis Schorfheide zu dem Antrag der Linken für den Finanzausschuss oder für die sachkundigen Einwohner sich hinstellt, wir lehnen ab und setzt sich wieder hin. Völlig latte, ob das schon fünfmal eingebracht worden ist oder tausendmal. Eine Begründung muss sein. Ich habe heute ein Mitglied von Bündnis Schorfheide in Klarendorf gefragt, wieso, weshalb, warum. Und er hat mir persönlich erklärt, er hat wenig Zeit und er müsste dann vielleicht noch einen Ausschuss machen. Und das hat er mir persönlich erklärt. Mit der Erklärung kann ich vielleicht leben. Aber ich kann nicht damit leben, dass man uns vorwirft, wir wissen nicht, wie es hier zugeht. Wir wissen genau, wie es hier zugeht. Sonst würden wir nicht antreten und was ändern wollen. Vielen Dank. Es ist ja verschiedentlich angesprochen worden, dass die Orte mehr einbezogen werden sollen in die Entscheidungsfindung, dass die Ortsvorstände mehr an den Entscheidungen, die sie unmittelbar betreffen sollen, beteiligt werden und auch die Bürgerinnen über die Ortsvorstände oder andere Institute die Möglichkeit haben, frühzeitig daran teilzunehmen. Jetzt die Frage, wie wollen Sie das konkret organisieren und wie soll das ablaufen? Wer möchte zuerst? Dann bin ich der Mode und Max, okay. Also, wie soll das konkret funktionieren? Das machen wir eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Die Ortsbeiräte, das machen wir, also Ihre Polemik können Sie mal jetzt langsam einpacken, das machen wir seit Jahren, da können Sie überhaupt nichts gegen sagen. Das ist so, mit den Ortsbeiräten haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit. Insbesondere darf man ja auch wohl nicht vergessen, dass dort auch viele Ortsbeiräte mit einer deutlichen Mehrheit gewählt worden sind und trotz allem dort zusammengearbeitet wird, auch mit anderslautenden oder politischen Parteien. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Wir haben nie über den Kopf irgendwelcher Ortsbeiräte irgendetwas entschieden. Ich sehe sehr wohl, dass in manchen Ortsteilen es immer noch Fragen gibt, Fragen auch beispielsweise, was wird da jetzt gebaut, und die kriegen keine vernünftige Antwort. Na klar, das sind aber so kleine Dinge, die kann man eben mal
schnell auch auf dem kleinen Dienstweg erledigen. Dazu werde ich auch die Verwaltung anhalten. Und nebenbei muss ich ja auch mal sagen, hier wird ja permanent über die Verwaltung geredet. Die Verwaltung. Nein, nein, die politischen Entscheidungen, die werden schon in der Gemeindevertretung getroffen. Das ist nun mal Fakt. Aber jetzt kommt doch, Frau Schiller mit einer Antwort. Das ist keine Antwort auf die Frage. Doch, natürlich. Wie soll das organisiert werden? Das ist keine Antwort auf die Frage. Natürlich, ich habe doch gerade gesagt, dass wir immer schon diese Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten hatten. Ja. Die Bürgerbeteiligung kann doch viel besser auch in den Ortsbeiräten stattfinden. Gehen Sie zu den Ortsbeiräten hin, gehen Sie in die Versammlung doch rein. Sie sind doch die Bürger vor Ort. Das ist doch für mich ganz normal. Sie sind doch gefragt. Nein. Doch. Danke, Westerkamp, bitte, warum gar nicht? Wir schicken das Planloch. Sie haben uns 5 Jahre an die Nase rumgeführt. Sie haben das Votum der Bürger überhaupt nicht beachtet. Planloch hat plädiert für eine Individualität. Und Sie haben uns 5 Jahre an die Nase rumgeführt. Ja, jetzt haben wir aber erstmal. Ich glaube, das ist Herr Arno Gilsdorf. An der Nase herumgeführt haben wir sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, da sind auch Sie daran beteiligt gewesen, dass es überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Eigentlich schade drum. Viele haben mich heute auch noch gefragt, was ist denn da nun historisch dran an dieser Straße auch. Kann man halt so gar nicht beurteilen. Ich weiß aber, um was es letztendlich ging. Das darf man mal nicht vergessen. Und Herr Gilsdorf, wenn wir denn hier nacheinander dran sind zu reden, dann möchte ich doch auch bitten, dass Sie das auch alle machen dürfen, meine Kollegen hier. Ja, nachher könnt ihr erstmal die anderen antworten. Herr Westerkamp sagte, dass die Einwohner über die Ortsbeiräte eingebunden. So halten, dann ist besser. Herr Westerkamp hat gesagt, dass die Bürger über die Ortsbeiräte eingebunden werden sollen. Also ich habe mitbekommen, dass Papier ist geduldig und wenn irgendwas protokolliert wird, dann wird es nicht abgearbeitet, Niederschriften werden nicht vollständig wiedergegeben und so funktioniert das nicht und so hat es in den vergangenen Jahren auch nicht funktioniert. Um nochmal hier jetzt zurückzukommen, also ich sehe das so, dass zuallererst die Information steht, denn nur informierte Leute können auch kluge Entscheidungen treffen. Das trifft auf die Bürger zu und natürlich auch auf die Gemeindevertreter. Als nächstes, und ich habe es auch schon mehrfach angesprochen, steht die Mitbestimmung. Die Mitbestimmung, die kann man durch vielerlei Sachen umsetzen. Beispielsweise, wenn Bürgerbefragungen durchgeführt werden und sich viele für irgendetwas aussprechen, dann denke ich nicht, dass sich das Bündnis Schorfheide nachher stark macht und das negieren wird oder negieren kann. Das denke ich nicht, dass das möglich ist. Und ansonsten würde ich den Glauben an die Demokratie verlieren. Und als drittes, Sie haben schon. Und als drittes sehe ich das Ziel, nicht nur eine Mehrheit zu gewinnen, sondern der Bürgermeister muss neutral sein und für alle offen. Unabhängig, ob ich, also ich bin, trete für die Grünen an, aber es kann nicht sein, dass ich dann die Interessen nur von Bündnis Schorfheide vertrete. Das habe ich so verstanden. Ja, das tut mir leid, aber das hat keiner gesagt. Es wäre nett, wenn ich ausreden durfte, Herr Westerkamp. Ja, dann erzählen Sie auch die Wahrheit. Ja, redet einer nach dem anderen und einer nach dem anderen. Jetzt noch das Wort. Ja. Und Herr Westerkamp meinte, dass entscheidend ist die Gemeindevertretung. Das sehe ich nicht so. Der Bürgermeister hat einen ganz großen Anteil, weil er ist Repräsentant der Gemeinde und er ist Leiter der Verwaltung. Und die Beschlüsse in der Gemeindevertretung, die müssen umgesetzt werden und dort gibt es einen Spielraum, wie man das umsetzt. So, und da mit diesen Worten würde ich weitergeben an Frau Tania. Also eigentlich haben wir die Frage ja schon umfassend beantwortet. Die Bürger müssen mehr mit einbezogen werden und die Bürgerinnen auch und natürlich auch die Ortsvorstände. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen schauen, ob es nicht möglich ist, eine Bürgerbeteiligung anzuregen und auch ein Budget für die einzelnen Ortsbeiräte. Warum soll so ein Ortsbeirat nicht selbst darüber entscheiden können, welches Dorffest finanziert wird oder wo eine Bank hingestellt wird? So eine Sachen können einfach zentral organisiert werden und diskutiert werden. Die Bürger müssen mehr einbezogen werden. Wir brauchen eine Bürgersprechstunde. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin muss vor Ort sein und für die einzelnen Leute ansprechbar sein und muss eben auch mal abends
meistens an den Ortsbeiratssitzungen dran teilnehmen und sich dort hinsetzen und das Ohr für die Menschen haben. Solche Sachen sind einfach wichtig, um den Bürger und Bürgerinnen auch eine Transparenz zu vermitteln, die wirklich gewünscht ist. Also ich habe kein Gespräch gehabt, wo es nicht darum ging, wir verstehen manche Maßnahmen nicht. Wir lesen zwar das Amtsblatt und wir schauen uns alles an, aber wir können es nicht nachvollziehen. Und dann merkt man, wenn so eine Gespräche kommen, dass da einfach ein Nachholbedarf besteht und den habe ich oder wer auch immer Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird, einfach ernst zu nehmen. Und da kann man nicht mit so einer Arroganz über die einzelnen Begehren hinübergehen oder hinweggehen und sagen oder dem Bürger den Mund verbieten. So funktioniert das nicht. Vielen Dank, Frau Slanina. Dem schließe ich mich zum großen Teil natürlich nicht nur an, sondern ich stelle es mir auch so vor, dass Sie selbst in Ihren Orten sagen können, wollen wir bauen, wie viel wollen wir bauen, wie sollen unsere Straßen aussehen, wollen wir neue Bürgersteige, und dass Sie sich vor Ort erstmal Gedanken machen, wie Sie in Zukunft leben wollen. Und dann tragen es die Ortsbeiräte mit Ihrem Votum und nicht nur mit einem Halbherzigkeit, sondern mit Ihrem Beschluss in dem Ort, in die Gemeindevertretung und zur Verwaltung heran. Und als Aufgabe, wenn ich Bürgermeister bin, ist es so, ich gehe überall hin und hole mir die Informationen von Ihnen und trage die Anliegen nicht nur rein, sondern versuche Ihre Projekte, die Sie möchten, auch umzusetzen und versuche dafür Mehrheiten zu finden. Und ich möchte, dass jede Anfrage an die Gemeinde, auch an die Ortsvorsteher, auch wenn man manchmal nicht so miteinander kann, innerhalb von 7 Tagen zumindest mal eine Antwort kommt. Ja, haben wir gesehen, geben wir Ihnen Antwort, kümmern wir uns drum. Das möchte ich umsetzen. Vielen Dank. Es ist ja auch schon angesprochen, das Ehrenamt. Das Ehrenamt trägt sozusagen die Gemeinden, ob es die Freiwillige Feuerwehr ist oder Bürgerverein oder andere Sportvereine. Welche Ideen haben Sie, dieses Ehrenamt, das in vielfältiger Weise ausgeübt wird, zu stärken? Wer möchte? Also wenn ich jetzt natürlich auch viel Kritik an dem Bündnis herausgebracht habe, ich muss sagen, was das Bündnis wirklich kann, ist Ehrenamt. Ja, wir sind so vielfältig hier in der Gemeinde, was Fußball, Handball, Seniorinnenclubs, Feuerwehr, dort sind wir wirklich gut aufgestellt, aber auch hier gibt es einen Kritikpunkt. Diese Ehrenamtsarbeit wird nicht zurückgespiegelt. Die Gespräche, die ich dazu geführt habe, haben gezeigt, dass die Ehrenamtler einfach eine gewisse Wertschätzung erfahren möchten. Und dazu ist es vielleicht eine gute Idee, wenn wir diese Wertschätzung auch ausüben, indem wir zum Beispiel einen Ehrenamtsjahresempfang anbieten und einfach den Leuten zeigen, machen sie jetzt. Wann denn? Jetzt schon seit ganz vielen Jahren. Naja, aber ich habe ganz viele Ehrenamtler, die davon nichts mitbekommen. Ja, wir haben ja auch jedes Jahr nur 2 pro Ort. Na, sehen Sie, toll. Bei 9 Ortsteilen. Ja. Aber so. Genau. Aber Sie sehen ja selber aus der Reaktion der Leute, dass es nicht ausreichend ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich kenne die Leute gar nicht. Was auch wichtig wäre, dass wir vielleicht an so eine Ehrenamtskarte denken. Wir haben diese Möglichkeit schon auf Landesebene und auch der Kreis bietet es an. Warum klinken wir uns da nicht ein? Warum führen wir die Gespräche nicht und schauen, dass unsere Ehrenamtler eben eine gewisse Entschädigung erfahren? Es gibt die Möglichkeiten, dass man auch als Ehrenamtler eine Fahrtkostenpauschale erhält. Aber welcher Ehrenamtler weiß das denn schon? Ist es nicht unsere Aufgabe als Bürgermeister und Bürgermeisterin, dafür Sorge zu tragen, dass so eine Information an Sie als Bürger und Bürgerin weitergetragen werden? So muss es erfolgen und nicht, dass es die Maßnahmen gibt und kein Mensch weiß davon. Ja. 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 Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Ehrenamtler merken, dass ihre Arbeit anerkannt wird und wertgeschätzt wird. Und Ansätze sind vorhanden momentan. Frau Slanina sagt, es reicht noch nicht. Da muss ich mir noch ein eigenes Bild zu machen. Was ich weiß, ist, dass die Gemeinde Gebäude hat und die Nutzung durch Vereine verwehrt. Das hatte ich heute in einem Gespräch erfahren. Ganz konkret ist das in Altenhof so. Und da weiß ich aber die Hintergründe nicht, warum, wieso, weshalb. Wenn die Gemeinde Gebäude hat und Örtlichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden können, warum das dann versagt wird, das kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Da habe ich die Hintergrundinformationen nicht, aber ich glaube, da wird schon deutlich, dass dort noch Verbesserungsbedarf ist. Ja,
dieses Thema Anerkennung an ehrenamtliches Engagement. Ich bin selbst 10 Jahre jetzt Vorsitzender eines Vereins gewesen und ich weiß, um was es hier geht. Dieses Dankeschön zu bekommen, das ist manchmal sehr schwierig. Alle beide Vorredner haben allerdings ein großes Wort da reingeworfen, das ist Wertschätzung. Also Wertschätzung ist schon mal das, was der Mensch ohnehin schon mal möchte. Zum Thema Auszeichnung Ehrenamt, also ich glaube, ich mache das seit 2004 für Finofurt und für alle Ortsteile machen wir das einmal im Jahr. Zuletzt jetzt die letzten Jahre auch gut Sano, das kann man auch in der Zeitung nachlesen. Nicht nur, dass wir für jeden Ortsteil 2 Vorschläge haben möchten, manchmal, das muss man ganz ehrlich auch sagen, fehlt es auch an Vorschlägen aus den Ortsteilen, weil sie entweder zu klein sind oder halt das Engagement auch fehlt und da gibt es also vielfältige Gründe. Also das ist nicht so, dass wir das nicht tun, Frau Slanina, wenn man natürlich der Auffassung ist, wir können 5 pro Jahr, das hängt ja überhaupt nicht mit dem Geld zusammen, das hängt damit einfach zusammen, dass man auch diese Leute finden muss, die man dann auch auszeichnet. So, ja, ich habe darüber hinaus mit unserem Seniorenbeirat gesprochen. Wenn man sich das so anguckt, ja, muss ich sagen, da haben wir absoluten Nachbesserungsbedarf. Und alleine zu sagen, ihr macht das toll, das hilft teilweise nicht. Denn wenn man, ich sag mal, noch so in die Seniorenbegegnungsstätten eigenes Geld mit reinbringen muss, damit es überhaupt läuft, das funktioniert nicht. Also da müssen wir wirklich etwas tun, das werden wir auch tun. Das ist überhaupt kein Problem, das ist vor allen Dingen, das ist auf monetär nicht das große Problem für uns. So, und wir haben immer, die ganzen Jahre über, leider ist hier, glaube ich, ist ja jemand aus Lichterfelde da vielleicht dabei? Nicht. Aber ja, immer die Vereine, auch insbesondere dort oder auch, ob das die Handballer waren oder ob das Fußballer in Groß-Schönebeck oder in Finofurt waren, immer unterstützt. Es gab auch haarige Situationen, wo wir auch, einen Verein auch gerettet haben. Das muss man einfach mal so sagen. Also wir sind da, wir helfen auch nicht nur mit Geld, sondern wir helfen auch mit tatkräftiger Arbeit und wenn es das Rasenmähen auf einem Fußballplatz ist. Das macht zum Beispiel unser Bauhof. Herr Westerkamp, das stimmt. Die Gemeinde tut viel fürs Ehrenamt. Die Trockensitzungen im Sozialausschuss sind immer die, wo es denn darum geht, welcher Verein bekommt wie viel Geld. Und darum geht es denn, wer weiß davon, wo man das Geld dann auch beantragen kann beim Amt für Soziales. Es geht aber auch darum, ich möchte, dass Bürgerinnen und Bürger auch Zeit sich dafür nehmen können. Zeit, das Ehrenamt auch auszufüllen. Und dafür möchte ich mich stark machen, auf Landesebene unter anderem auch als Bürgermeister, dass man ein Zeitkonto bei seinem Arbeitgeber bekommt, ohne dass man Geld außer hat, um diese Zeit einzusetzen für das Ehrenamt zum Beispiel. Auch möchte ich, dass unter anderem Lehrgänge für die Freiwillige Feuerwehr vielleicht durch die Gemeinde bezahlt werden können. Denn an Ausbildung, auch im Bereich der Jugend, bei Sportvereinen, können wir viel mehr tun. Und das möchte ich nicht nur mit Finanzen stärken, sondern auch mit Zusammenarbeit mit dem Kreis Sportfurt zum Beispiel. Vielen Dank. Nun ist ja das eine, was Sie sich vornehmen, das andere ist auch, was Sie sich überlegen, wenn Sie in 8 Jahren das Amt, die Amtszeit abgelaufen haben, was stellen Sie sich vor, wie sich die Gemeinde entwickelt hat? Ja. Also, wir reden über die Gemeinde 2028, ich denke eher über 2030 schon nach. Die Gemeinde ist sicherlich gewachsen, auch jetzt muss ich auch mal sagen, dank des Landesentwicklungsplanes, denn auch hier dürfen wir wachsen. Dass wir in gewissen Ortsteilen nicht wachsen dürfen, hat jetzt erstmal mit dem LEP nichts zu tun, das hat was mit Biosphäre zu tun. Nebenbei werden wir gute Arbeitsplätze geschaffen haben, das schaffen wir alleine über die Digitalisierung. Das heißt also auch Arbeiten von zu Hause aus. Wir müssen weitere Infrastrukturen schaffen, das heißt also, wenn wir Zuzug haben in den Orten, werden wir natürlich auch Kitas und Schulen ertüchtigen müssen, sprich also Plätze anbieten. Das werden wir bis dahin auch gemacht haben. Die Umwelt und Natur ist nach wie vor hier in der Gemeinde Schorfheide intakt. Davon gehe ich aus. Wir sind alle alt genug und wir wissen uns auch selbst zu helfen in dieser Natur. Die medizinische Versorgung auf dem Land ist definitiv sichergestellt. Der ÖPNV wird stark verbessert sein. Wir reden vom Ist und Jetzt.
Wer weiß, was in 10 Jahren ist, wie wir uns da überhaupt fortbewegen. Also da möchte ich auch mal dran erinnern. Wir werden eine solide Finanzpolitik verfolgt haben. Das heißt also, wir werden nicht überschuldet sein hier. Wir werden unsere Mittel vernünftig eingesetzt haben. Wir haben dann weitere Unternehmen angesiedelt. Und wichtig auch, wir haben den Tourismus hier in dieser Region weiterentwickelt. Wir reden hier aber nicht von dramatisch viel, sondern von einer wirklich soliden Entwicklung im Bereich Tourismus, Vernetzung auch. Deswegen auch der Arbeitstitel, mein Arbeitstitel, Berlinsee-Region, Schorf-Heide. Und um vielleicht auch noch mal ganz kurz noch mal aufs Ehrenamt zurückzukommen, wir werden eine sehr moderne Feuerwehr hier haben. Feuerwehr auch, weil wir die dringend brauchen. Wir müssen modernisieren. Ich möchte hier bis 2030, deswegen das nochmals, einen Fahrzeugbestand haben, der maximal 11 Jahre alt ist, in der gesamten Schorf-Heide. Wir müssen uns gegen viele Gefahren wappnen. Sie sehen es jeden Tag in der Zeitung und im Fernsehen. Das will ich sehen. Ja, wie stelle ich mir das vor nach meiner Amtszeit? Also Schorf-Heide soll zum Inbegriff für gutes Leben auf dem Land werden. Straße und Plätze sollen Treffpunkte werden für Jung und Alt. Momentan ist es so, dass die Straßen den Autos gehören und Menschen darauf keinen Platz mehr haben. Es ist zu laut, es ist zu gefährlich, kein Kind kann dort spielen und das möchte ich ändern. Und das soll in 8 Jahren anders sein. Felder sollen verschwunden sein, nach und nach sollen Bauern auf Öko umstellen. Schorf-Heide soll ein Begriff zu einem Begriff für gutes Essen geworden sein, für gutes Gemüse, gesundes Obst. Und das benachbarte Berlin wird ein freudiger Abnehmer sein unserer Produkte. Und diese stark nachfragen, sodass die Landwirtschaft hier ein gutes Auskommen damit hat. Das sehe ich so. Die Ortsteile werden sich zu jeweils individuellen Juwelen entwickelt haben, die viele Touristen anziehen. Egal, ob es Waldbaden in Böhmerheide ist oder das ursprüngliche Klandorf, alle wollen in die Schorf-Heide. Statt kommerzieller Hotels sehe ich dort viele private Pensionen, in denen Touristen übernachten können. Und um all das zu gewährleisten, arbeiten die Verwaltung und die Bürger Hand in Hand zusammen. Es gibt viele Veranstaltungen für alle Generationen. Nachbarschaftshilfe und Gemeinschaft werden großgeschrieben und deshalb gibt es auch noch ganz viele rüstige Hochbetagte, die hier in der Schorf-Heide leben, weil sie an ihrem angestammten Heim bleiben konnten und nicht in ein Altenheim ziehen mussten. Aber wie gesagt, das Ganze, das hatte ich auch eingangs schon betont, ist nur machbar mit Ihnen allen, gemeinsam mit allen, und deshalb war das auch mein Slogan für diese Wahl, für diese Bürgermeisterwahl. Und ja, wenn Sie eine positive Veränderung möchten, dann würde ich mich über Ihre Stimme freuen am 1.9. Also die große Wahlversprechung kann auch ich hier abgeben. Ich kann auch all das versprechen, was Herr Westerkamp gerade angesprochen hat. Aber ich finde es eben nicht ehrlich, wenn ich mit solchen Reden an Sie als Bürgerinnen und Bürger der Schorf-Heide herantrete. Was ich versuchen werde, ist, dass wir uns weiterentwickeln, aber wichtig ist mir, dass wir als Gemeinde zusammen und die Bürger mir auch mitteilen, welche Entwicklung stattfinden soll. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass die Schorf-Heide keinen Stadtcharakter erhalten soll. Dieser dörfliche Charakter, das ist unser großer Fund und der muss erhalten werden und dem muss auch der Wachstum angepasst werden. Deswegen Wachstum um jeden Preis, den wird es mit mir nicht geben. Ich finde, dieser Lab, der hat schon seine Berechtigung, so wie er ist. Wir müssen ins Gespräch kommen und wir müssen versuchen, das Bestmöglichste für die Schorf-Heide herauszubekommen. Und wenn Sie mir den Weg vorgeben, dann werde ich natürlich alles dran setzen, dass die Sachen auch umgesetzt werden. Aber jetzt hier in den Raum einfach irgendwelche Versprechungen hineinzugeben, das ist einfach nicht mein Stil. Ja. Wo wollen wir hin? Die Vision. Ja.
Ja, ich finde Ihre Vision ganz toll, aber wir sind leider auch kein Bilderbuch. Wir müssen schon schauen, dass nicht alle Versprechen oder alle Wünsche, die in die Gemeinde gebracht werden, auch umgesetzt werden können. Aber wir müssen, klar finde ich Ihr Bild toll, aber wir müssen, darf ich ausreden bitte? Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir die Verbesserung stattfinden lassen. Aber eben, ich mag nicht diese plakativen Darstellungen, das ist einfach nicht meins. Sagen Sie doch Ihre. Ich sage ja, ich bin nicht plakativ. Also Sie haben keine Ideen. Doch, ich habe Ideen. Wir brauchen natürlich, für mich ist ein ganz großes Thema die seniorengerechten Unterkünfte. Das ist ein großes Thema, da brauchen Sie gar nicht stöhnen. Wir brauchen, die Landwirtschaft muss unterstützt werden, das ist auch ein großes Thema. Aber da hängt eben auch viel mit dem Land an sich zusammen. Das ist nicht Kommunalpolitik, die vielen Sachen, die Frau Schüler zum Beispiel diskutiert hat. Wir müssen uns weiterentwickeln, was den ÖPNV angeht. Dazu müssen Gespräche mit dem Kreis geführt werden. Wir müssen da in die Diskussion kommen. Wir müssen auch an die Umwelt denken. Der Werbelinsee ist ein See, der einfach geschützt werden muss. Und da gibt es wirklich viele Probleme, die da anstehen. Die müssen angegangen werden. Wir müssen schauen, dass nicht alle Flächen an Investoren vergeben werden, weil Land, es gehört in die Kommune und es gehört nicht an Investoren, die dann Wohnhäuser draufbauen, von denen wir als Gemeinde nichts haben. Das sind also Sachen, die angegangen werden müssen. Aber die Bürger werden mir recht geben und die Bürgerinnen, wenn wir darüber erst eine Diskussion führen müssen, um zu sehen, wo wir stehen und wo wir hinwollen und dass ich mich nicht hier hinstelle und Ihnen Visionen erzähle, die Visionen bleiben werden. Ich bin da einfach sachlicher. Ich möchte, dass wir in 8 Jahren uns, wenn möglich, als Schorfeide alle verstehen, wo auch die Ortsteile stolz sind, der Schorfeide anzugehören. Ich möchte, dass wir die Schulen behalten und wenn möglich ausbauen. Ich möchte, dass wir die Kitas ausbauen und vor allen Dingen auch, dass wir auch Zeiten bei den Kitas haben wie für die Pendler. Aber ich möchte auch weniger Pendler nach Berlin, denn ich möchte die Arbeitsplätze hier schaffen. Ich möchte, dass wir hier eine Zukunft haben für unsere Jugend, aber auch für Sie. Das bedeutet, ich möchte die älteren Menschen auch ein bedarfsgerechtes Wohnen anbieten, dezentral, nicht zentral, wie bei einer Platte zum Beispiel. Ich möchte auch, dass man überall gleichwertige Lebensbedingungen hat, dass Ihre Bürgeranliegen so abgearbeitet werden, wie sich das gehört, zeitnah und auf Augenhöhe. Und ich möchte eins versprechen, dass, wenn ich mich für etwas stark mache, dass ich das so umsetze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe Fragen von Bürgern per Mail bekommen, bevor ich jetzt ins Publikum gebe. Nochmal 3 Fragen an Sie alle. Eine Frage lautet, wird das nächste Gesundheitszentrum in Groß-Schönebeck gebaut? Und die zweite Frage, unterstützen Sie einen offenen und transparenten Gemeindehaushalt im Internet, damit jeder jederzeit weiß, wofür, wann, welche Steuergelder ausgegeben werden? Und drittens eine Frage aus Groß-Schönebeck. Wie stellen Sie sicher, dass Zusagen an Ihre Bürger auch eingehalten werden? Zum Beispiel, dem Bürgerverein wurde seit 4 Jahren versprochen, den Schriftzug Bürgerhaus am Bürgerhaus anzubringen. Nein, ich bin nicht, Herr Weller. Ja, zur Frage 1. Im Übrigen kenne ich die Fragen. Ich weiß gar nicht, woher, Herr Klemke. Also so aus dem Bürgerlichen scheint das hier erstmal nicht zu sein, aber ist auch egal, ich antworte drauf. Ja, genau. Es ist so, also ein Ärztehaus bauen, das ist nicht das Problem, wirklich nicht, aber dieses mit Leben zu füllen, sprich also Ärzte auch zu haben. Punkt 2 ist es ja auch immer so, wir wollen ja auch gerne anbieten, in die Fläche zu gehen und gerade Ärzte auch zu motivieren, in die Fläche zu gehen. Das wird auch weiterhin so sein. Deswegen kann ich aber nicht versprechen, dass nun jetzt sofort 2 oder 3 Ärzte kommen, davon ein Kinderarzt. Das kann keiner. Wir haben immer eine sehr gute Zusammenarbeit mit der GLG gehabt. Deswegen ist auch in Finofurt ein Ärztehaus entstanden. Deswegen haben wir dort auch einige Ärzte auch mal etwas anderes, wie einen Pneumologen zum Beispiel. Aber jetzt zu sagen, bis dann und dann haben wir hier einen, es ist für mich wünschenswert, überhaupt keine Frage. Auch Sie haben Anrecht hier auf medizinische Versorgung. Und wenn mal der Jetzige in Rente geht, muss doch ein Nachfolger da sein. Das ist doch logisch. Ne? Also klar kümmern wir uns darum. So, die andere Frage war nochmal. Bürgerhaushalt. Den transparent oder zu digitalisieren. Kein Problem, gerne. Jederzeit. Könnt ihr alle machen, gerne. Also habe ich überhaupt kein Problem mit. So, und die dritte Frage war. Ja, das ist mir. Also ich habe jetzt mal nachgefragt. Hier, was meinen die jetzt damit?
Ja, und im Ortsrat wurde auch so eher achselzuckend das behandelt. Ich habe dann nochmal im Bauamt nachgefragt, aber bei der alten Bauamtsleiterin weiß ich nichts von. Wenn Sie den Bedarf haben, reden wir das eben und wir beraten das eben im Ortsbeirat und wenn das dann so gewollt ist, wird es kommen. Der Schriftzug in Groß-Schönebeck am Bürgerhaus. Hätten Sie aufgepasst, letztes Mal eine Ortsbeiratssitzung länger geblieben, dann wüssten die, der weiß davon. Die wollen das nämlich. Und die wollen nicht nur einen Schriftzug dort haben, die wollen auch am Ort-Eingangsschild den Preis für das beste Dorf, sag ich mal, haben. So wie sich das gehört. Ja? Pinofort hat Flößerdorf, Groß-Schönebeck für den Dorfpreis. Ganz normal. Hätten Sie aufgepasst, wüssten es. Zweitens, Bürgerhaushalt. Ja, der Haushalt ist meistens so dick. Der gehört natürlich auch online, aber der gehört auch dazu, wenn ein Bürger fragt, wie, was, wieso, weshalb, warum das so steht, ist ja ein Lobbyhaushalt, muss es auch eine Stelle im Amt geben, der ihn erklärt, wie sich der aufbaut. Ist natürlich sehr umfangreich, aber wenn der Bürger wissen möchte, wie der Haushalt in seiner Gemeinde funktioniert, muss die Verwaltung ihm auch Antwort geben und das erklären. Da muss sich die Verwaltung dafür auch Zeit nehmen. Und das Gesundheitszentrum Groß-Schönebeck, die Sparkasse ist leider raus. Aber die Räumlichkeiten haben eine Rampe. Ich finde es natürlich traurig, dass da bisher keine Ärztin, Allgemeinärztin reingegangen ist. Ich weiß nicht, ob das medizinische Fachzentrum in Pinofort vielleicht nicht doch 2x4 Stunden zumindest in diesen Räumlichkeiten mit anbieten könnte. Aber es darf nicht sein, dass wir jetzt weitere 8 Jahre verstreichen lassen und wir nicht mal hier einen Allgemeinarzt haben, der sich um Sie und für Sie da ist. Vielen Dank. Groß-Schönebeck hat ja die Möglichkeit, grundfunktionaler Schwerpunkt zu werden. Ich finde, das müssen wir wirklich unterstützen, weil es eine Möglichkeit ist für Groß-Schönebeck, dass es vorankommt. Durch diesen grundfunktionalen Schwerpunkt ist es eben auch möglich, andere Versorgungseinrichtungen, es wird ja auch gewünscht, dass die eben ins Dorf gebracht werden. Dazu gehört natürlich auch eine ordentliche gesundheitliche Versorgung. Die werde ich natürlich unterstützen. Ich bin da auch sehr interessiert und verfolge ganz intensiv die Programme, die derzeit im Land laufen. Die Jungärzte, die eben unterstützt werden durch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, durch Stipendien, genau. Oder dieses Pilotprojekt in Templin, das eben getestet wird, wie man die Poliklinik, das altbewährte Modell, wieder in die Fläche bringen kann. Da müssen wir dranbleiben, da müssen wir ein Auge drauf haben und da müssen wir auch unsere Füße in die Tür stellen, damit man eben an uns nicht dran vorbeikommt. Der Bürgerhaushalt, das ist wirklich viel Papier. Man muss eben schauen, ob man den nicht irgendwie auch so umarbeiten kann, dass man als Normalbürger, ich verstehe den auch nicht bis in die Gänze und muss nachfragen, dass man eben die Möglichkeit hat, ihn zu verstehen. Ich bin da sehr dafür, dass so eine Sachen so aufgearbeitet werden, dass die verständlich sind. Da ist nur das Problem, dass es eben in der Verwaltung vielleicht die Ressourcen nicht bestehen, dass man das so umsetzt. Aber da müssen wir auch drüber reden und diskutieren. Und zu diesem Schild muss ich ehrlich sagen, ich habe da auch kein Problem mit, kann ich nicht sagen, weil ich mich um die Sache oder mich für die Sache noch nicht interessiert habe. Aber ich finde, das ist auch nicht schlimm, wenn man zugibt, dass man eben Schwächen hat und dass man keine Informationen zu allen Themen hat. Da muss man sich eben einarbeiten und ich werde es mir anschauen und mir meine Gedanken darüber machen. Die medizinische Grundversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das wurde jetzt hier auch, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Das ist ganz wichtig. Und das Land hat hier auch schon Aktivitäten gestartet, beispielsweise, dass Medizinstudenten gefördert werden durch Stipendien, die sich dann verpflichten, hinterher auf dem Land eine Praxis zu eröffnen. Und ich denke, dass da das Land dran ist. Jetzt einfach. Ansonsten finde ich das natürlich wichtig, dass die medizinische Grundversorgung gesichert ist überall. Aber man muss natürlich auch die Ärzte auch irgendwo herbekommen. Aber wie gesagt, da ist das Land dabei. Das nächste, Haushaltsplan. Ich muss nochmal richtig stellen, Bürgerhaushalt ist was anderes als Haushaltsplan. Ihre Frage bezog sich auf den Haushaltsplan. Auch auf den Bürgerhaushalt. Auf den Bürgerhaushalt. Also der Haushaltsplan ist das Konstrukt, das doppische Konstrukt, was die Verwaltung führt und die Einnahmen und Ausgaben, Erträge und Erlöse sichtbar macht. Und der Bürgerhaushalt ist das Budget, worüber die Bürger alleine verfügen können.
Das ist mir noch gar nicht bewusst, dass es auch einen Bürgerhaushalt gibt in Schorfheide. Nein, eben nicht. Deswegen. Aber das war jetzt irgendwie, dass er nicht lesbar ist und nicht online gestellt ist. Also irgendwie ist das jetzt nicht klar rübergekommen. Natürlich setze ich mich auch dafür ein, einen Bürgerhaushalt aufzustellen. Aber ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das funktioniert. Die Mehrheit siegt dort. Also es gibt Vorschläge und die Vorschläge, die die meisten Stimmen bekommen, werden umgesetzt. Und einfach jetzt einen Bürgerhaushalt einzurichten, da bestünde natürlich auch die Gefahr, dass die Finofota natürlich auch viele Projekte finanziert bekommen und deswegen oder umgesetzt bekommen. Und deswegen müsste dieser Bürgerhaushalt differenziert für jeden Ortsteil aufgestellt werden. So, und dann die verbindliche Anfrage zum Schild, da kann ich natürlich jetzt auch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, das hatte ich ja als einen Punkt, dass diese Verbindlichkeit eben noch fehlt. Und das ist mir ganz wichtig. Damit übergebe ich an Herrn Westerkamp. Ich war schon dran. Ach, Sie waren schon. Ich dachte, Sie wollen dazu was sagen. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Gibt ja jetzt Beschlüsse in verschiedenen Gemeinden zum Klimanotstand. Und die Frage, was kann eine Gemeinde wie Schorfheide, die ja, nur, wir haben ja darüber gesprochen, in besonderer Weise der Natur verbunden ist, dazu beitragen, auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Wer möchte da zuerst? Klima und Artenschutz. Klima und Artenschutz. Ja, ich hatte es vorhin in meiner Vision gesagt, wie gesagt, das lässt sich alles, also man braucht ein Ziel. Man braucht ein Ziel, denn ohne Ziel loszulaufen, ist purer Aktionismus und führt nirgendwo hin. Und deshalb hatte ich das auch schon angesprochen, den Umbau von diesen monotonen Maisfeldern zu Ökolandbau. Und ich denke, dass das Land unterstützen kann, aber das wird hier vor Ort gemacht. Und da Landwirtschaft ist Wirtschaftsförderung, gehört zur Wirtschaft. Und das ist mir ganz wichtig und Sie wissen vielleicht selbst, vielleicht sind auch viele Bauern unter Ihnen, dass ein ökologischer Acker mehr CO2 speichern kann als ein konventionell beackerter Landstreifen. Hinzu kommt, dass momentan neue Wohngebiete geplant werden, umgesetzt werden. Und was mir aufgefallen ist beim Flyer verteilen, insbesondere, dass dort Bäume fehlen, dass Grünflächen fehlen innerorts. Man hat die alten Alleen, das ist wunderschön, gerade in Klandorf. Die spenden Schatten, aber die neuen Straßen werden gänzlich ohne Bäume geplant und gebaut. Und in Zeiten der Klimaerwärmung sind Schattenspender ganz, ganz wichtig. Dort gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man darauf einwirken kann. Durch die Bauleitplanung hat die Stadt es in der Hand, für jedes Gebiet festzulegen, jetzt wäre ich ein bisschen fachlich, wie hoch die GRZ ist, also wie hoch ist der Anteil der Flächen, die versiegelt werden dürfen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon mal jemand dran gedacht hat oder ob das hinterher auch kontrolliert wurde, wie gebaut wurde. Dafür muss man eine gewisse Menge an Bäumen pflanzen für jeden Quadratmeter, der versiegelt wurde. Das ist so festgelegt. Das ist so festgelegt. Ich habe davon noch nichts festgestellt. Ähnlich der Felder. Und dann kommt es aber natürlich darauf an, Sie haben diese Wohngebiete, die neu geschaffen werden, dort heizt es sich auf. Sie haben überall Betonflächen und die Leute, die dort hingezogen sind, die möchten auch mal ein schattiges Plätzchen haben. Und zudem speichern Bäume Grundwasser. Und wenn das nicht da ist, sondern nur Rasen, der dann noch gesprengt wird, dann ist das nicht zielführend. Also ich sehe noch ganz, ganz viel Potenzial. Also die Frage war ja gewesen, ob die Erklärung des Klimanotstandes für die Gemeinde eine Möglichkeit ist. Das muss man diskutieren. Ich bin mir da noch nicht ganz im Klaren, weil ich mich frage, welchen Vorteil soll es bringen, wenn wir hier in der Gemeinde den Klimanotstand eben erklären oder ob wir es nicht auch so hinbekommen, dass wir eben den Naturschutz und die Umwelt fördern, ohne dass wir uns so festschreiben, weil wir haben eben auch andere Probleme in der Gemeinde, die dringend gefördert werden müssen und wo Geld investiert werden muss. Wir haben Probleme, was den Naturschutz angeht, darüber müssen wir auch reden, aber ich bin der Ansicht, dass der Klimanotstand, die Erklärung, jetzt nicht das zielbringende Instrument ist, um die Schorfheide in der Hinsicht weiterzubringen. Die Gemeinde Bandlitz, unsere Nachbargemeinde, hat so einen Antrag gehabt und ist auch beschlossen. Das heißt,
Jeder Antrag, der dort eingereicht wird und auch zur Abstimmung vorliegt, wird immer geprüft auf Klima- und Umweltfragen. Und zwar nicht nur die Abwägung oder Meinungen dazu, sondern wirklich, ist das Plus-Minus-Verhältnis positiv. Wir haben auch in Schorfheide einen Klimanotstand, genau genommen. In Barnim haben wir 44 Tage zu wenig Dauerregen. Das ist das Ergebnis der letzten Erhebung des Wasserschutzamtes in Barnim. Unsere Buchen, alle anderen Baumarten sterben praktisch schon ab. Der Umbau des Waldes ist ein riesengroßes Thema und Schorfheide besteht nun mal aus viel Wald. Wasserschutz, vor allen Dingen ganz vorwiegend Versickerung, Versickerungsmöglichkeiten schaffen, damit wir das Wasser, wenn möglich, hier behalten und nicht irgendwohin abpumpen nach Liebenwalde rüber zum Beispiel. Das sind dringende Aufgaben, die wir angehen könnten, aber jetzt gleich direkt zu sagen, jeder Antrag mit einem Siegel Klimaschutz, ja oder nein, das ist wirklich Aufgabe, die wir alle mal bereden müssten. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, ja, das ist für uns ein Prioritätsthema, dann wird es so sein. Aber da gehören Gespräche zu. Ja, zumindest dem Herrn Weller und Frau Sanina kann ich mich da auch anschließen. Selbstverständlich wird das so sein. Wenn das so wäre, dass wir einen Klimanotstand hätten, werden wir auch selbstverständlich so handeln. Ich sehe im Moment nicht, dass die Schorfheide das schon in einem Ausmaß hat, denn nach wie vor, ich erinnere, was ich zu Anfang gesagt habe, Umwelt und Natur können wir. Natürlich halten wir uns auch an gewisse Vorgaben, im Übrigen auch Baumpflanzungen sind uns immer auferlegt worden. Da ist die untere Bauaufsichtsbehörde und die untere Umweltschutzbehörde des Landkreises sehr hinterher. Das kann man auch in Finofurt wunderbar nachvollziehen. Danke. Ich bin erschrocken, dass dieses Problem von meinen Mitbewerbern nicht gesehen wird. Es ist de facto so, dass die Buchen absterben, das hat Herr Weller gesagt. Das Grundwasser geht zurück. In diesem Jahr hat der Landkreis auch ein Sprengverbot wieder verhängt, weil eben Knappheit ist, Grundwasserknappheit. Und es geht um die Existenz unserer aller Lebensgrundlagen. Und das kann nicht erst noch besprochen werden. Also ich muss sagen, unabhängig von den Gesprächen, die Gespräche führen nur noch dazu, wie man was machen kann, welche Maßnahmen man noch ergreifen kann. Aber für mich ist das keine Frage. Also wir müssen was tun und nicht warten, was der Bund oder das Land machen. Wir sind hier vor Ort. Der Bund hat keine extra Flächen. Der kann nur mit Gesetzen noch dazu steuern, aber hier vor Ort muss es umgesetzt werden, in den Kommunen und in den Städten, in den Gemeinden. Woanders geht es nicht. Und es ist natürlich bequem, sich zurückzulehnen und sagen, ach, das haben wir nicht. Nee, wir machen schon. Das funktioniert nicht, weil wir haben eine Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Und deshalb gehen hier jeden Freitag Kinder auf die Straße, Jugendliche auf die Straße, Großeltern mit auf die Straße, damit was passiert. Und ich glaube, das muss auch in Groß-Schönebeck angekommen sein und in der Schorfheide. Und also wenn Sie sich für mich entscheiden am 1.9., dann wird das fester Bestandteil der Kommunalpolitik sein und der Verwaltungsarbeit. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank an die Kandidaten. Die Fragen, die ich hatte, die übrigens darauf berufen, dass ich einen großen Kreis von Bürgern angeschrieben habe und um Fragen gebeten habe, die habe ich mir nicht alleine ausgedacht. Jetzt haben Sie das Wort. Klaus, komm her. Bitte gleich sagen, an wen du die Frage richtest. Ich wollte allgemein mal die Frage stellen, weil die letzten Worte von Frau Schüler waren, Umwelt, Naturschutz und so weiter. Ich bin der Meinung, die Schorfheide ist hauptsächlich von Wald umgeben. Das ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Haupteigentümer ist das Land Brandenburg und ich möchte Sie bitten, als Bürgermeister der Zukunft dafür zu sorgen, dass gegenüber dem Land deutlich gemacht wird, dass ohne Verschaffung von Arbeitsplätzen hier diese Sachen nicht umgesetzt werden können. Wir haben hier zum Glück dieses Jahr, muss ich immer wieder sagen, keinen Waldbrand hier gehabt. Ja, wir haben aber eine Überalterung der Mitarbeiter. Es muss wieder eingestellt werden. Hier. Und, Forstbereich. Hier ist da die Überschrift Forstbereich hier zu
kommen. Schorfheide ist Forst, ist unheimlich viel Wald und Haupteigentümer ist das Land Brandenburg. Und bitte machen Sie gegenüber der neuen Landesregierung deutlich, wie wichtig gerade in Groß-Schönebeck. Wir hatten mal 700 Waldarbeiter, Forstbedienstete hier in Groß-Schönebeck, alle möglichen Sachen. Nichts ist mehr übrig. Ja? Und zweitens wollte ich noch sagen, Herr Weller, Sie könnten bitte nochmal erklären, was gesunder Menschenverstand ist. Dauernd lese ich bei Ihnen gesunden Menschenverstand. Wir haben mal googelt, was das Gegenteil ist. Das sage ich jetzt hier nicht, da wird beschossen sein. Und Frau Salina, ich fand es gut, was Sie alles hier gesagt haben. Aber ein bisschen lustig noch, vor Jahren hing hier mal von Gregor Gysi ein Plakat, Reichtum für alle. Stehen Sie da noch dazu? Klaus! Ein Punkt solltest du noch anfügen in der Frage, nämlich die Frage der Teilung der Aufgaben in der Forst, die Auswirkungen haben auf die Sicherheit im Wald. Also ich darf es vielleicht nicht sagen, weil ich noch im Ruhestand alles Teilzeit für den Forster allgemein, da darf ich jetzt nicht so absagen gegen die Politik. Ich finde es ehrlich gesagt als Bürger, als Mensch nicht allzu gut, dass vor Jahren entschieden wurde, Waldbewirtschaftung und Hoheit zu trennen. Ja? Die Förster sind auf der Fläche, die Waldarbeiter sind auf der Fläche und sie haben für alles eine Verantwortung. Und nicht, dass der eine Förster sagt, dafür bin ich nicht zuständig, das ist Hoheit, und der andere sagt, das ist Wirtschaft. Es ist wirklich so, ich sage mal ein bisschen übertrieben, wenn der Wald brennt, ich bin hier jahrelang Förster gewesen, und es sind Waldarbeiter in der Nähe, dann wird der Waldbrand relativ schnell erkannt. Wenn man aber vor dem Computer hockt und erstmal wartet, bis die Rauchwolken über die Kohle kommen, dann ist der Waldbrand schon so groß auf der Fläche, dass es zur Katastrophe gekommen ist. Ich will jetzt nicht weiter sagen dazu. Ja? Bitte sorgen Sie dafür, dass hier in Groß-Schönebeck Arbeitsplätze geschaffen werden für die Forstwirtschaft. Wer möchte dazu antworten? Auf die direkte Frage. Bei uns steht das drunter, das ist richtig. Gesunder Menschenverstand verstehe ich dadurch, mir alle Argumenten, alle Seiten anzuhören, auch wenn sie mir manchmal nicht passen, und dann eine Entscheidung zusammen mit allen zu treffen, die ich dann auch unterstützen kann. Das Thema Wald habe ich gestern mit Herrn Flade in Bodo-Wien auf der Podiumsdiskussion der Landesdirektkandidaten im Wahlkreis dort besprochen. Das ist natürlich ein sehr großes Thema. Es war auch gestern dort Thema bei der Gesprächsrunde. Frau Müller hat dort gesagt, ja, die Landesregierung hat jetzt wieder Stellen geschaffen. Herr Luthert hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, der ist wohl nur die Stellen geschaffen, die jetzt gerade so ausgelaufen sind oder altersbedingt sozusagen leer wohnen. Das ist natürlich für uns selbst, Schorfeider, eine riesen schwere Aufgabe. Also wir müssen ja nicht nur den Wald umbauen und ihn bewahren, wir müssen ihn ja auch entwickeln. Das heißt, wir haben ja auch Naturschutzproblematiken in diesem Bereich, die wir erhalten müssen. Manchmal haben wir auch einfach am Pinokanal mitten im April Bäume weggeholzt bekommen, ohne dass die untere Naturschutzbehörde überhaupt davon wusste oder zugestimmt hatte. Ja, da war sie selber überrascht. Das sind auch so alles so Sachen, die Baumschutz betreffen, Waldschutz betreffen, Ökosphärenschutz. Das heißt, wir müssen in der Verwaltung vor allen Dingen Priorität setzen, dass diese Sachen, die ja eigentlich schon gesetzt sind, auch wirklich wahrgenommen werden und wir da nicht so: Ja, gibt es ein Ordnungsgeld, gibt es keins. Der Kreis hat nicht nur das Sprengen verboten, Frau Schüler. Der Kreis hat aktuell gesamte Wasserentnahme verboten. Aus Seen, aus Flüssen, aus Bächen, vom Grundwasser praktisch. Ja? Das ist so schwerwiegend, dieser Wasserrückgang. Nicht nur dem Oberflächenwasser, auch dem Grundwasser. Das ist eine hohe Aufgabe. Und da möchte ich erstmal ansetzen, dass wir auch alle gesetzlichen Bestimmungen sofort umsetzen und auch hier mal härter durchgreifen. Und dann gibt es halt leider auch ein bisschen mehr als nur ein paar Ordnungsgelder. Danke. Also was der Gysi sagte, stimmt, Reichtum für alle. Aber wir müssen es ja nicht nur auf Geld Regierung habe und mich da nicht so leicht abspeisen lasse. Ja, aber lieber Klaus, was du hier vorgetragen hast, das haben wir schon lange in der Diskussion auch gehabt. Ich kenne das ja auch und ich gebe dir ja auch zu 100% recht. Das kann alles nur geleistet werden, wenn wir auch entsprechendes Personal haben. Anders geht es eigentlich gar nicht. Es ist jetzt jahrelang abgebaut worden. Jetzt muss man auch Schluss sein damit. Also ich bin da voll auf deiner Seite, werde dich auch jederzeit in deiner Meinung alleine schon und natürlich in der Meinung unserer Schorfreiter jederzeit unterstützen. Also zum Thema Forst muss ich sagen, dort habe ich mich noch nicht hineingearbeitet in dieses mannigfaltige Thema.
Ich weiß, dass der Waldumbau Ziel ist und ich habe gehört, dass das Land hierfür auch Fördermittel bereitstellt für den Waldumbau. Das bedeutet, dass die Monotonie schwinden soll und der Wald artenreicher sein oder gestaltet werden soll, damit er nicht mehr so leicht von Schädlingen befallen werden kann. Und hierzu gibt es aber noch jede Menge Fördermittel, die noch nicht abgerufen wurden. So eine ganz aktuelle Information. Als Gründe wurden Bürokratie genannt. Und ich bin mir ganz sicher, dass Herr Weller das vielleicht auch gut ins Land transportieren könnte. Oder Herr Walter sitzt ja auch hier. Da ist praktisch die Landesregierung gefragt, um Bürokratie abzubauen, weil das ist ja ein Produkt der jetzigen Landesregierung. Ja, weitere Wortmeldung, bitte. Ich möchte mich an Herrn Westerkamp richten. Zwei Bemerkungen und dann eine Frage. Erste Bemerkung. Sie haben vorhin erwähnt, dass Herr Gielsdorf mitverantwortlich ist für irgendwelche Zustände in Klarendorf betreffs der Straße. Mir ist neu, dass Herr Gielsdorf Bündnis für Pfeile oder Bürgermeister ist. Also wenn Sie hier suggestiv Fragen einzelner Bürger und Aktivitäten einzelner Bürger dafür verantwortlich machen, dass es in Klarendorf so ist, wie es ist, dann möchte ich doch darauf verweisen, dass nur das geht, was Bündnis für Pfeile macht oder nicht macht. Zweite Bemerkung. Sie erwähnten, als Frau Schüler von Gehweg und Radwegen sprach, dass ja im Prinzip in Schorfeide alles in Ordnung ist oder viel geschaffen wurde. Dann verweise ich Sie mal auf die Prenzlauer Straße. Gehen Sie mal morgen früh um 7 Uhr die Prenzlauer Straße hier im Ort entlang und dann werden Sie sehen, wie schwierig es ist, sich zwischen PKWs und Trucks durchzumogeln. Sie ziehen Warnweste an, kann ich Ihnen nur sagen. Und bedenken Sie, dass da noch Schüler morgens und nachmittags zur Schule fahren. Also, dass da noch kein Fuß- und Radweg bei aller Dynamik hier in Schorfheide entstanden ist, das wundert mich wirklich. Und jetzt die Frage, eine Frage. Viele Dörfer fühlen sich ja benachteiligt dadurch, dass sie rundum von Windrädern umzingelt sind. Und Sie haben ja erklärt, dass Sie ein Herz für Investoren haben. Ja, aber nicht für Windräder, so. Habe ich nicht und, erzählt. Nee, das haben Sie nicht gesagt, aber die Windradinvestoren, die sind ja auch sehr eifrig und sehr klug. Die sind in der Lage, die Entscheider sicherlich auf ihre Seite zu bringen. Also meine Kernfrage ist, wie stehen Sie zu, als Investorenfreund zu den Windrädern, die wir hier noch nicht haben? So, die ersten beiden Dinge waren ja ihrerseits Feststellungen. Ich habe ja nun diese ganze, einfach nur mal kurz darauf zu antworten, ich habe diese ganzen Diskussionen ja in Klarendorf live miterleben müssen auch und teilweise wurde dann auch wieder vieles umgemodelt, was wir auf den Weg gebracht haben, weil Bürgerinnen und Bürger dann da wieder nicht mit einverstanden waren und. Dann lief uns auch irgendwann die Zeit weg, das muss man auch dazu sagen. Ja, das ist alles nicht sehr glücklich gelaufen, das gebe ich auch zu. Das ist nicht das, was wir eigentlich als Ergebnis haben wollten, ganz klar. Der Ortsbeirat hat sich was anderes gewünscht, ja, sehr wohl. So, und zum Thema Windräder. Investorenfreundlich heißt nicht, dass wir hier die Schorfheide vollpflastern mit Windrädern, im Gegenteil. Ich bin da null Freund von Windrädern und schon gar nicht hier bei uns in unserer Natur. Wir haben da was in Lichterfelde stehen und wir haben uns darauf verständigt, das war es dann auch für die Schorfheide, mehr nicht. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte erstmal meine große Freude zum Ausdruck bringen, dass vier Kandidaten sich gestellt haben, um Bürgermeister von Schorfheide zu werden. Das ist das erste Mal seit 1990. Und für uns eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass die Bürger hier eine größere Auswahl haben, um zu entscheiden,
wer wird die Geschicke von Schafheide in den nächsten 8 Jahren lenken und leiten? Das zum Ersten. Zum Zweiten, in den letzten Jahren, ich will es mal so betonen, seit 1990 hatten in verschiedener Form Vertreter des Bündnisses die Geschicke der Gemeinde geleitet. Das heißt, über 30 Jahre, erst als Finofort der Ortsteil, dann wurden die anderen Ortsteile dazu, kamen die dazu und zum Schluss dann Großschönerberg. Das heißt, ich habe festgestellt, ich bin ja 25 Jahre Abgeordneter der Gemeindevertretung gewesen, 20 Jahre Ortsbeirat, 10 Jahre im Kreistag. Das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Die entsprechenden Dinge haben sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass eine Verkrustung eingetreten ist. Und alle drei Vertreter, außer dem Vertreter des Bündnisses, haben ja zum Ausdruck gebracht, dass sie das und das gehört haben. Und ich kann es nur bestätigen. Das heißt, Demokratie, das, was ich darunter verstehe, hat enorm nachgelassen in den letzten Jahren. Und die erste Gemeindevertretersitzung, das heißt die konstituierende Sitzung, hat mir gezeigt, ich habe natürlich es mich nehmen lassen, mich dort hinten reinzusetzen, weil ich gehofft habe, dass Veränderungen dort eintreten. Und leider Gottes ist es noch schlimmer gekommen. Das heißt, das, was hier die Vertreter gesagt haben, dass im Prinzip der Vertreter vom Bündnis, der Fraktionsvorsitzende, im Prinzip dort formuliert hat, nein. Und so etwas kann es nicht geben. Man muss schon begründen. Und ich will es nochmal deutlich sagen. In einer Zeit, wo wir darum kämpfen, dass die Bürger mit uns gemeinsam gehen und dass Kräfte auf dem rechten Spektrum gewinnen, verstehe ich diese Entscheidung vom Bündnis nicht. Sachkundige Einwohner in zwei Ausschüssen, zwei Fachausschüssen, einmal den sozialen Ausschuss und den entsprechenden Bauausschuss, die im Prinzip nur mitdiskutieren. Wir holen Fachkräfte rein und geben das den Bürgern auch das Gefühl, dass sie dort mitdiskutieren können und mitentscheiden können. Beschließen tun letztendlich die Ausschussmitglieder. Und darüber war ich sehr enttäuscht und bestärkt mich darin, dass wir hier in der Gemeinde Schorfheide auch eine Änderung herbeiführen sollten. Frage an den Vertreter des Bündnisses. Wie gedenkt er, die Verkrustung in den Strukturen dort abzuändern? Das heißt, mehr den Abgeordneten zu Wort kommen lassen, um im Prinzip hier etwas mehr Demokratie also zum Tragen kommen zu lassen. Zweite Geschichte. Ja, das war die erste Frage. Zweite Sache, sozialer Wohnungsbau. In den letzten 25 Jahren haben wir in der Gemeinde es geschafft, die Wohnungen, die wir mal im Bestand hatten, auf fast null zu fahren. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, sozial Schwachen einen Wohnraum zu geben. Das heißt für mich, wir müssen uns einen Kopf machen, ob wir im sozialen Wohnungsbau etwas tun können. Bund und Land haben gegenwärtig einiges auf die Beine gestellt. Frage, was gedenken die entsprechenden vier Vertreter bezüglich des sozialen Wohnungsbaus und der Versorgung von Bürgern mit schwachem Einkommen? Ich vertrete nicht den Standpunkt des Bündnisses, die sagen, in Schorfheide geht es einem gut. Es gibt sehr viele Bürger, die zu kämpfen haben, um am Monatsende, über Runden zu kommen. Frage 2 an alle vier. Frage 3. Und zwar geht es mir vor allen Dingen um die älteren Menschen. Ü50, diese Zahl nimmt in den nächsten Jahren ständig zu. Wir werden fast 50% haben. Das haben alle Vertreter hier im Prinzip dazu etwas gesagt. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie man mit dem Schlossgut, das wir über Jahre ja im Prinzip festgeschrieben haben, als altengerechtes Wohnen, Mehrgenerationenhaus etc. Es sind zwei Passagen drin. Und die Frage an die Vertreter, wie gedenkt man, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen, in Abstimmung mit dem Investor, Herrn Mosley, damit hier im Prinzip in dem größten Ortsteil von Schafheide, Finofort mit 4.400 Einwohnern etwa, im Prinzip eine Lösung herbeigeführt wird. Das ist die dritte Frage von mir nochmal. Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dieser Problematik beschäftigt und denke, dass ältere Bürger im Prinzip es gern sehen würden, dass sie in der Wohnung oder im Haus bleiben würden. Das heißt, da sollte man nachdenken, wie man Strukturen schafft, um im Prinzip Einkauf, Versorgung, Hecke schneiden dergleichen realisieren kann. Und da wir Vertreter vom Land da haben, bin ich der Meinung, das sollten sie auch mitnehmen. Ich denke mir,
Bevor wir Millionen rausschießen, sollte man nachdenken, wie man ein Ehrenamt so strukturiert, dass im Prinzip der Betroffene einen geringen Prozentsatz bezahlt, Förderung vom Land bzw. von der Gemeinde bezuschusst wird, sodass im Prinzip diese älteren Bürger vernünftig bis zu einem gewissen Zeitpunkt in dem Haus wohnen können. Frage, wie gedenkt man, diese Sache anzupacken? Mit, ich würde es nochmal sagen, ich habe im Bugo mit Frau Gutz darüber auch schon gesprochen, es muss eine Zentrale sein, in den 5 und 8 Ortsteilen und 9 Ortsteilen einen Vertreter und so, dass man das ganze Ding dann auffasst. Das sind die Fragen, die ich an die Vertreter, die sich für das Bürgermeisteramt beworben haben, stelle. Ja, drei große Fragen, Herr Besserkamp, fängt an. Ja, sehr gern. Ja, Manfred, du hast lange genug in der Gemeindevertretung mitgearbeitet. Und so ganz, was du da so erzählst, kann ich einfach nicht stehen lassen, weil du bist auch derjenige immer gewesen, der sehr viel diskutiert hat und diskutieren durfte. Wir haben sogar eine Satzung uns auferlegt, die du sehr oft überschreiten konntest, was deine Redezeit betrifft. Es ist nun mal so, dass links keine Mehrheit hat. Das heißt noch lange nicht, das wiederhole ich jetzt auch nochmal an die drei anderen Kandidaten, dass wir die drei anderen Kandidaten, beziehungsweise, naja, die Grünen haben nun mal keinen Sitz, aber dass wir ernst gemeinte Zusammenarbeit ausschließen. Wir werden sicherlich unsere Politik weiter verfolgen, ohne natürlich zu sagen, alles andere lehnen wir ab, das geht gar nicht, das wollen wir auch nicht. Zum sozialen Wohnungsbau, mein lieber Manfred, das ist eine Frage, die hättest du dir allerdings schon 30 Jahre lang beantworten können. Ich habe mal euren Bürgermeister aus Bernau getroffen, vor 3 Jahren auf einer Veranstaltung, der mir wortwörtlich gesagt hat, als Linker, wer meint, eine Kommune könne heutzutage noch sozialen Wohnungsbau leisten, der möge sich hilfesuchend an mich wenden. Für unseren Haushalt, 19 Millionen, die wir drin haben, wir müssen Löhne, Gehälter, Schulen, Kitas und so weiter und so fort, Straßen und Wege müssen wir finanzieren. Ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile auch mal wissen, auch selbst ein sozialer Wohnungsbau, da liegen Sie derzeit bei 1.800 Euro den Quadratmeter. Wie viele Wohnungen wollen wir bauen? Wir müssten eine Gesellschaft haben und, und. In Eberswalde, Gemarkungsgrenze, werden gerade ganze Platten abgerissen, wo wir es hätten machen können. Also für Schorfheide, ich sehe das, ich weiß das auch, dass es hier nicht nur Begüterte gibt. Also wer auf die Idee kommt, dass wir jemals gesagt haben, hier gibt es nur Menschen, die gut leben, das stimmt nicht, definitiv nicht. Wir nehmen das sehr wohl wahr. So, ältere und oder ältere Ü50 hast du gesagt. Ü50, die gehen noch arbeiten. In den Vereinen zum Beispiel, das kann ich aber bestätigen zumindest, gibt es schon seit jeher für ältere Menschen gibt es immer den Beitragssatz für Passive. Passive, das kann 10 Euro sein, das kann 24 Euro sein im Jahr. Also insofern stimmt das auch nicht so richtig, dass wir sowas nicht haben. Sehr wohl ist es so, dass wir das innerhalb der Kommune nicht gemacht haben oder dass wir die nicht durchfinanzieren. Das ist sehr wohl so, das stimmt. So, und zum Thema Schlossgut. Ein lange währender Prozess. Wir haben das mal verkauft, um das, Ihnen das mal zu erklären auch. Wir haben das Schlossgut in Finowfurt mal verkauft gehabt an Prokurant. Unter der Maßgabe, das innerhalb einer gewissen Zeit weiterzuentwickeln. Ein damaliger Professor Theis, mittlerweile verstorben, ist dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, können auch wir nicht leisten. Prokurant hat nebenbei in Lichterfelde ein sehr großes Altenheim oder Seniorenheim. Er hat mal selbst gesagt, so etwas zu machen, unter 5.000 Betten in so einem Verbund, trägt sich nicht. Das ist Fakt. Wir hatten ja auch von Prokurant mal den Geschäftsführer, ist gar nicht so lange her, bei uns in der Gemeinde, beziehungsweise im Hauptausschuss, der mal ein paar Zahlen an die Wand geschmissen hat. Und mal für der Fairness halber auch an Kai Mosley auch, der hat nie gesagt, dass da nur Alte drinnen wohnen oder ältere Leute. Das hat er nie gesagt, das soll ein Mehrgenerationenhaus sollte das werden. So nebenbei ist er natürlich auch heute selbst da. Vielleicht kann man nachher nochmal nach dieser Runde mit ihm reden. Ich weiß auf jeden Fall, er hat einen neuen Gesellschafter mit drin und es geht weiter. Ja, zunächst möchte ich erstmal sagen, Herr Westerkamp, die Grünen sind nicht vertreten in der Gemeindevertretung. Umso wichtiger finde ich, dass in der Gemeinde auch die Grünen Interessen vertreten werden. Und ich muss dazu aber sagen, dass die Grünen
nicht gewählt wurden, sondern es sind keine Grünen angetreten für die Wahl zur Gemeindevertretung. Und zwar warum? Weil man eingesehen hat in den vergangenen Jahren, dass es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, zu debattieren, Vorschläge einzubringen, wenn das Bündnis Schorfheide hinterher wieder alles ablehnt und anders entscheidet. Und deshalb war es Resignation. Also, verstehen Sie mich? Sie verstehen mich nicht? Es war in der Vergangenheit so, dass beispielsweise auch der Antrag auf einen sachkundigen Einwohner eingebracht wurde von den Grünen, damals wieder abgelehnt. Ich weiß nicht warum, denn kluge Entscheidungen brauchen Informationen. Und wenn im Bauausschuss niemand sitzt, der den nötigen Fachverstand hat, den nötigen Fachverstand oder Angst davor hat, dass noch jemand kommt mit noch mehr Sachverstand, dann weiß ich nicht warum. Und ich finde es ganz traurig, aber das ist Ausdruck dessen, was in den vergangenen Jahren hier gelaufen ist. Dann jetzt noch zu dem Punkt Verkrustung. Ich glaube, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Dazu hat der Westerkamp vielleicht auch was gesagt. Sozialer Wohnungsbau ist ein Problem und Herr Westerkamp sagte, der Gemeinde geht es gut. Und ich habe ohne sozialen Wohnungsbau, man hat das Tafelsilber verscherbelt, man hat gemeindeeigene Grundstücke verkauft und dann geht es mir natürlich auch gut. Und das ist das große Problem. Also alle Orte, an denen wir sozialen Wohnungsbau hätten realisieren können, sind weg. Und das ist das große Problem. Man könnte dann höchstens selber bauen. Und das ist eine Kostenfrage, weil sozialer Wohnungsbau trägt sich momentan nicht. Und da ist es vielleicht auch wieder eine Aufgabe an die Landesregierung, an die neue Landesregierung, da etwas zu machen. Sozialer Wohnungsbau trägt sich nur in der Mischfinanzierung. Also wenn Sie ein Objekt haben, wie beispielsweise jetzt die Johanniter in Eberswalde realisieren, wo ganz viele Nutzungen mit unterkommen, oder wenn ich mir die BHG, also die städtische Wohnungs- und Hausverwaltungsgesellschaft in Eberswalde angucke, das trägt sich nur über die Quersubventionierung. Ich habe teure Wohnungen und habe Sozialwohnungen und in der Mischfinanzierung passt das. Also nur sozialer Wohnungsbau ist momentan, denke ich mal, wenn man das richtig einschätzt, so nicht finanzierbar. Also man braucht wirklich Leute, die mithelfen und über eine Quersubventionierung das absichern können. Und wie gesagt, aber die Grundlagen, die jetzt noch vorhanden sind in der Schorfheide, dadurch, dass viele Objekte verkauft wurden, sind sehr, sehr schlecht. Also ich finde sozialen Wohnungsbau realisierbar. Es gibt genug Fördermittel, die dafür abgerufen werden können. Und wenn man als Gemeinde sagt, man kann es nicht alleine wuppen, dann muss man sich eben Verbündete suchen. Einfach zu sagen, nee, ist nicht, das ist mir zu kurz gedacht, Herr Westerkamp. Also das ist durchaus realisierbar und dafür werde ich mich eben auch einsetzen. Was das Schlossgut angeht, ich finde, da muss jetzt endlich mal was passieren. Dieses Haus steht einfach viel zu lange leer. Es wurden vielfach Beschlüsse dazu getroffen, was mit diesem Grundstück passieren soll. Und die müssen einfach mal umgesetzt werden und wir müssen dort ran, weil so kann es auch nicht bleiben. Was das Ehrenamt angeht, unser Ehrenamt braucht einfach eine Ansprechstelle. Wenn ich mit den Leuten rede, stelle ich fest, dass viele Ehrenamtler auch gar nicht wissen, was für Möglichkeiten bestehen. Hier muss eine Stelle geschaffen werden, wo man sich als Ehrenamtler hinwenden kann und wo man auch kompetente Beratung bekommt. Auch das gehört zur Daseinsfürsorge. Herr Frassanina, genau der letzte Punkt, den unterstütze ich voll und ganz. Wenn einer von uns beiden Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird, dann werden wir das genauso umsetzen, aber auch Beratung zum Beispiel für ALG 2 geht. Kommen wir mal zu dem sozialen Wohnungsbau. Wir haben im Barnim die Situation, dass selbst in Eberswalde Menschen von ihrem ALG 2 Satz 30, 35 Euro nehmen müssen, um die Miete zu bezahlen selbst, weil die Sätze nicht ausfinanziert werden vom Kreis. Und es werden nicht nur Platten abgerissen in Eberswalde, sondern das wird auch noch gefördert vom Land. Ihr habt das Geld und reißt die Platte ab. Man hätte daraus Sozialwohnungen machen können. Ja, Herr Walter, das stimmt. Aber ich nehme Sie übrigens beim Wort mit der Wohnungsbaugesellschaft auf Landesebene. Denn ich bin übrigens schon im Kreis. Seit mehr als einem Jahr hinterher eine kreiseigene mit den Kommunen zusammen kommunale Gesellschaft
auf die Beine zu stellen, wo wir Sozialwohnungen, altersgerechtes, bedarfsgerechtes Wohnen finanzieren können. Also auf die, sozusagen der Markt, der gar nicht abgedeckt wird, dass wir in die Gemeinden das hinbekommen. Dezentral, nicht zentral, bedarfsgerecht, aber es ist Menschenwürde, auch so zu wohnen, wie es sich gehört. Und es bedeutet im Übrigen auch, dass es keine Sache ist für Schorfeide, naja, ist nicht so ein Thema. Natürlich ist aber ein Thema. Der Berliner Druck, der ist riesengroß. Ich war vor 2 Jahren bei der Veranstaltung vom Mieterschutzbund Berlin. Da geht es nicht nur darum, dass sie gar nicht untereinander mehr umziehen können, weil gar keine Wohnungen mehr frei sind. Der Leerstand in Berlin ist 0,3%. Das heißt, sie können nirgendwo hinziehen. Aber da wohnen auch schon 18 Leute in der Vierraumwohnung. Und die sozialen Probleme schwappen ins Berliner Umland. Und die Bernauer werden aus ihren Wohnungen rausgekegelt und werden nach Norden verdrängt. Das heißt, Schorfeide ist an der oberen Kette des Berliner Speckgürtels. Was haben wir denn für Wohnungen für unsere Jugendlichen, für unsere älteren Menschen, die bezahlbar sind, wenn wir nicht jetzt schon handeln und nicht so erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Das heißt, wir als Gemeinde Schorfeide können das vielleicht nicht alleine wuppen, aber da müssen wir am Kreis ran und dann müssen wir auch ins Land ran, damit wir auch diese Wohnungen, die der Markt nicht bereitstellt, anbieten können. Wir haben 80 Wohnungsbaugesellschaften im Kreis und der Antrag im Kreis von mir vor einem halben Jahr wurde kassiert im Kreistag und in den Ausschuss zurücküberwiesen. Eins hat es gebracht. Er ist zwar versandet, ja, aber eins hat es gebracht. Wir haben den Ist-Zustand im Barnim mal rausgefunden. 70% der Sozialwohnungen sind runtergefahren worden. Und die ganzen Mietpreisbindungen laufen aus. Es sind ganz kleine Pilotprojekte geplant. Vielleicht als Leuchttürme, damit man mal ein Alibi hat. Aber ansonsten tun wir darin gar nichts. Und auch wir Schorfeider müssen uns der Realität stellen. Wir werden auch älter und wir wollen auch mit Menschenwürde wohnen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten uns ein Limit gesetzt von 2 Stunden. Ich danke den Kandidaten, ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben in der Hitze und nach dem Schorfeide-Frühstück nochmal hierher gekommen sind. Ich glaube, es sind viele Facetten deutlich geworden, wie der eine oder andere mit solchen Fragen umgeht und in welche Richtung er oder Sie, wenn Sie zum Bürgermeister oder Bürgermeisterin gewählt werden, mit den Themen umgehen wollen. Die Entscheidung haben Sie am nächsten Sonntag, wenn Sie sie nicht schon getroffen haben. Aber falls Sie sie schon getroffen haben, dann können Sie vielleicht noch mal überlegen, ob sie richtig war. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben noch die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Kandidaten persönlich zu sprechen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und wer das noch mal in Ruhe sich zu Hause angucken wollen. Es ist übermorgen spätestens auf der Seite des Bürgervereins www.großschönebeck.de zu sehen. Vielen Dank.